Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario The Origami King. Hier auch schon beim letzten Part dieses Let's Plays. Denn im vorherigen Part haben wir das Spiel durchgespielt. Wir haben den wahnsinnigen Olli besiegt. Olivia hat sich noch selber geopfert am Ende, um alles wieder zu seinem Ursprungspunkt zurückzuführen. Und jetzt ist wieder alles friedlich. Und ich starte jetzt mal das Spiel wieder neu und guck mal, was jetzt eigentlich passiert. Ob ich jetzt einfach vor dem Finale bin oder... Ja, ich bin einfach vor dem Finale. Aber das Spiel dürfte trotzdem als durchgespielt zählen. Und deswegen dürfte es jetzt neue Sachen geben, die ich machen kann. Denn ich habe ja noch nicht 100%. Das will ich in diesem Part noch nachholen. Die 100% und auch dann die... Bowser dreht sich erstmal wie bekloppt. Und halt dann auch das komplette Museum zeigen. Erstmal Ding Dong Ding Ding. Es gibt nämlich was Neues. War das schon immer eine Röhre? Ob die wohl nach draußen führt? Das ist aber cool. Das ist sehr angenehm. Im Mykomuseum kannst du deinen neuesten Pokal bestaunen. Nämlich... Den habe ich doch eh schon davor gehabt, oder? Keine Ahnung. Aber das ist sehr schön, dass man nicht den ganzen Weg nochmal zurücklaufen muss. Pah, die Röhren sind dein Spezialgebiet. Ich bleib hier. Sondern, dass man wirklich eine Abkürzung hat, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Auch wenn das ein bisschen unsinnig ist, dass da einfach eine Röhre da ist. Aber das ist egal, weil das ist auf jeden Fall einfacher. Und deswegen finde ich das gut so. Okay. Und, dann gucken wir jetzt gleich mal. Mir fehlt ja nur noch in Toadtown was. Ich weiß ja auch schon durch euch, dass man eben Toadtown gar nicht vor dem Finale überhaupt beenden konnte. Jetzt aber schon. Vor allem werde ich wahrscheinlich noch ein paar, also mir fehlen ja nur noch Schatzminis, ansonsten habe ich alles. Werde ich wahrscheinlich ein paar Schatzminis noch kaufen können. Und ganz viele Nachrichten, weil ich das Spiel durchgespielt habe und alles mögliche. Ja, ich werde mir dann das Museum eben sehr ausführlich heute angucken. Darum soll es eigentlich hauptsächlich gehen im heutigen Part. Stimmt, genau. Ich muss das, das mache ich sogar zuerst schnell. Ich muss auch nochmal hier in die Kampfarena, weil ich dachte ja, dass das unnötig wäre. Aber es hat doch noch einen tieferen Sinn, denn wenn ich alle Bosse besiege, kriege ich eben nochmal auch ein Schatzmini. Und der Attacker dürfte jetzt noch neu sein, den muss ich gleich nochmal bekämpfen dann. Noch ein Pokal, noch ein neuer. Der Origami-Experte. Ist das für Durchspielen einfach oder irgendwas anderes? Ich habe keine Ahnung, egal. Das werden wir uns noch alles angucken, was ich jetzt alles habe. Ich will auf jeden Fall am Ende von dem Part die 100% haben. Das wird mir hoffentlich auch gelingen. Aber erstmal ja. Mir dürfte eigentlich nur noch ein einziger Boss fehlen, nämlich halt der Tucker. Oder ist Olli sogar auch nochmal hier? Warte mal. Also Pergamente habe ich alle, natürlich. Hier. Nur Tucker, okay. Und bei den Pappmachos habe ich auch alle. Ja, also Olli zählt nicht dazu hier. Aber eben der Tucker, den bekämpfe ich nochmal kurz. Und dann dürften wir auch hier ein Schatzmini erhalten. So, das wäre geschafft. Hat sogar ein bisschen gedauert mit 9,28, aber lief eigentlich ansonsten ohne Probleme. So, das waren alle. Das heißt... Gut gemacht, Mario. Um ehrlich zu sein, war ich nicht mehr sicher, dass das möglich ist. Hier, das hast du dir mehr als verdient. Bowser kriegen wir noch. Yeah! Sehr schön. Vielen Dank. Gut. So, dann will ich jetzt wahrscheinlich gleich zum Monty gehen. Und mir da noch... Also stimmt, ich sollte die Schatz-Mini-Glocke jetzt übrigens ausrüsten. Weil mir fehlen ja nur noch Schatz-Minis. Dass ich die anderen noch hier finden kann. So. Okay. Oh, da. Lol. Okay. Die Origami-Kraniche. Yay, liegen einfach jetzt random rum. Und so viele Nachrichten, ich komme gar nicht mehr hinterher. Eigentlich hätte es hier anlässlich des Origami-Fests ein riesiges Diorama geben sollen. Hoffentlich wird daraus noch was. Aber wenn nicht, könnte ich es vielleicht in meinem Wohnzimmer aufstellen. Ja, das nehme ich mit. Genau, ihr habt mir auch geschrieben übrigens, dass ich noch mit dem einen Toad retten soll, der in diesem Haus hier oben wohnt, den wir gerettet haben. Warte mal, was war das jetzt gerade für eine Nachricht? Ein neuer Ausstellungsraum. Es gibt einen neuen Ausstellungsraum sogar. Also, der Part wird, glaube ich, ziemlich lang. So viel kann ich schon mal festhalten, wenn wir auch uns das ganze Museum angucken. Aber mal gucken. So viele Nachrichten! So, der hier. Ah, Mario, danke noch einmal dafür, dass du mir in Charm City aus der Klemme geholfen hast. Du hast einen gut bei mir. Nimm dir ruhig welche von denen hier mit, wenn du magst. Oh mein Gott! Als zusätzliches Zeichen meiner Dankbarkeit habe ich in meinem schicken Domizil alle Türen aufgeschlossen. Genau, damit sind wir eben da links hingekommen. Aber jetzt so viel Geld, was ich überhaupt nicht mehr brauche, aber trotzdem. So viel Geld, yay. Aber da auf jeden Fall, was das Geld angeht, war es im Spiel kein Problem. Ihr habt am Anfang des Let's Plays, haben mir viele von euch geschrieben, oh, du brauchst so viel Geld später, du wirst so viel farmen müssen. Ich habe kein einziges Mal farmen müssen. Selbst den Pokal mit Plattensammler haben wir jetzt auch. Selbst den Pokal mit 300.000 Münzen gesammelt habe ich auch einfach während dem Spielverlauf hinbekommen und ich musste kein einziges Mal farmen. Also das lief wirklich ohne Probleme. Okay. So, dann gehe ich jetzt noch kurz zum Monty hin. Und, oder das ist ja eigentlich kein Monty, das ist ja ein Rocky.
Rocky Schraubenschlüssel oder wie die heißen, die Gegner. Aber ihr wisst, was ich meine. So, hi. Ja. Ihr dürft jetzt den Tacker haben. Okay, Olli aber nicht. Ich muss aber gleich. Ist es jetzt der letzte? Da fehlt mir noch einer. Muss man gleich noch gucken. Gerne. Okay, das sind alle. Danke, Kumpel. Du warst mein bester Kunde. Werde dich nicht vergessen. Ich dich auch nicht. Ja, doch, wahrscheinlich schon. So, ist 7% gibt, glaube ich, immer einer, ne? Einer fehlt noch. Ach, Mann, ey. Okay, ich laufe mal kurz durch die ganze Stadt und suche kurz. Moment. Ah, da oben. Peach! Peach fehlt auch noch. Okay, das gibt's wahrscheinlich auch erst jetzt nach dem Finale. 35.000, aber ja, ist überhaupt kein Problem. Für mich. Yay. So, und jetzt sollten wir tatsächlich alle Schatzminis haben. Und damit haben wir auch komplett jedes Gebiet im Spiel zu 100% abgeschlossen. Ich habe, glaube ich, trotzdem sogar noch nicht alle Pokale. So viele Nachrichten. Weil ich muss ja auch noch, will ich das mal gleich schnell machen, ich muss ja auch noch 200 Kämpfe oder sowas bestreiten oder 300 oder irgendwie so. Und den habe ich, glaube ich, noch nicht. Aber ich muss mal jetzt kurz nachgucken, welche mir jetzt noch fehlen. Und dann muss ich die anderen noch kurz holen. Wenn ich mir jetzt aber die auch noch hole, die letzten Pokale, die mir fehlen, dann dürften wir wirklich, wirklich alles haben. Und ich glaube, es ist eigentlich nur noch der eine, der mir jetzt da noch fehlt. Mit den Kämpfen. Moment. Und dann gleich werden wir uns alles angucken. Also, ja, fuck. Ich muss die ja erst abholen. Okay, Moment. Mach ich kurz. Ja, Speichervorgang, schön. So. Schatz-Minisammler habe ich jetzt auch bekommen. So, jetzt kriege ich erstmal Millionen Pokale. Auf einmal ein neuer Pokal. Ja, nicht nur einer. 8 neue oder so. So. Ja, ja, ja. Dum, dum, dum. Münzensammler. Vielen Dank. Dum, 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 dum. Fragezeichen, Blockspürnase. Dum, 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 dum. Meisterangler. Dum, 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 dum. Quizwunder. Kann man sich schon denken, für was das alles ist. Dum, dum, dum. Schatz-Minisammler. Dum, 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 dum. Origami-Experte. Dum, 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 dum. Plattensammler. Und das war's. Ich glaube, 7 waren es jetzt. Genau, 2 fehlen noch. Einmal 200 Kämpfe oder irgendwie so. Und was ist der andere? Muss ich sogar jetzt doch noch mehr machen. Also das mit den 200 Kämpfen dürfte nicht zu lange dauern, weil wir haben schon einige. Also ich dürfte da ziemlich nah dran sein an den 200 Kämpfen, schätze ich mal. Der allererste noch. Was ist das? Genau, 200 Kämpfe. Und hier komplettiere die Gemäldegalerie. Achso, ja, ja, okay. Den kriege ich auch noch. Glaube ich. Weil die, das stimmt, aber ich muss die Gemälde erst freischalten. Ich schalte die frei, indem ich diese komischen Todpunkte hergebe. Und die kriegt man, wenn man Tods rettet. Aber ich habe alle Tods gerettet, deswegen habe ich auch alle nötigen Todpunkte, um die Gemälde freizuspielen. Das kriegen wir also auch noch. Also ja, das passt. Dann werde ich jetzt kurz ein bisschen farmen und einfach noch leichte Gegner besiegen aus Kapitel 1 oder so. Werde ich so machen. Und dann, wenn die Nachricht kommt und wenn ich 200 Kämpfe habe, werden wir uns gleich wiedersehen. Aha, endlich. Okay. Hat sogar jetzt doch noch länger gedauert, als ich dachte. Das waren schon so 20 bis 30 Kämpfe oder so, die ich da jetzt machen musste. Also ich bin einige Male einfach hin und her gelaufen. Aber jetzt habe ich es endlich. Und damit fehlt dann nur noch ein weiterer. Yay, 10.000 Schritte habe ich sogar auch noch. Yay. Yippie. Obwohl mir Geld jetzt gar nichts mehr bringt. Aber trotzdem, jetzt fehlt nur noch ein weiterer Pokal und den werden wir gleich bekommen. Dann einfach im Museum. So, dann legen wir also gleich los. Ein neuer Pokal, ja, ganz ruhig. Erstmal nochmal ganz kurz die Bilder vom Blooper und vom Cheep Cheep, obwohl wir die uns ja schon davor angeschaut haben. Aber dennoch, Länge 400 cm, Monsterfisch des weiten Ozeans auf der Vollmondinsel, genau. Und dann den anderen in Cheep Cheep. Ich werde dann die beiden Pokale auf einmal abholen, die anderen beiden. Monsterfisch des weiten Ozeans auf 400 cm und Vollmondinsel auch wieder. Genau, beide bei der Vollmondinsel. Ich bin mir nicht sicher, ob man die auch woanders angeln kann, aber ich glaube, dass es nur bei der Vollmondinsel geht. Aber da geht es auf jeden Fall. Also wenn ihr die noch nicht habt, dann macht es auch bei der Vollmondinsel. So, wir fangen dann gleich hier links bei der Galerie an. Denn da muss ich jetzt eben noch, einmal haben wir das schon gemacht am Anfang nämlich, da muss ich jetzt halt noch weitere Todpunkte ausgeben, um mir hier Artworks und Concept Art anzugucken. Das finde ich immer ziemlich cool, mir Concept Art in Videospielen anzuschauen. Und deswegen, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Hier erstmal dann Peach Schloss. Auch links ein paar Zeichnungen davor, wie es da hätte aussehen sollen. Und jetzt hier gebe ich eben Todpunkte her, genau. Am besten, ich mache gleich mal alles auf einer Seite. Einfach, ja. Aber ja, der Part wird, glaube ich, wirklich ziemlich lang werden. Habe ich das Gefühl. Dann hier gleich der Eingang direkt. Genau, mit der fiesen Falle da. Und wo man eigentlich nach oben gucken sollte, um zu einem Bonusraum zu kommen. Haben wir aus Mario 64 gelernt. Dann hier auch der Eingang und unten der Ausgang aus dem Kerker. Das war sogar auch bei Nacht geplant. Und vor allem hier. Ja, den Ort kennt man gar nicht.
Der Ort ist einfach komplett neu. Das gibt's so ähnlich mit dem Todlager und mit dem Haus. Aber das Haus sieht im realen Spiel komplett anders aus. Und es ist auch nie nachts. Aber da sogar schon. Also da waren auch Pläne dafür da, dass es da anders aussehen soll und dass es da eigentlich nachts sein soll. Okay. Und dann hier verschiedene Felder. Also da links zum Beispiel, oder eigentlich überall, sind sogar noch ganz viele andere Symbole für Faltkreise. Nicht nur die Standard-Faltkreise, also der eine mit den verlängerten Armen und mit den ganzen Pergamenta, auch noch viele, viele andere waren auch geplant. Aber haben es vielleicht auch nicht ins Spiel geschafft anscheinend. Ja, das ist echt super interessant immer, finde ich, mir Concept Art anzugucken aus Videospielen. Und zu gucken, was eigentlich während der Entwicklung geplant war alles, was aber dann doch verworfen wurde. Weil das ist echt immer einiges. Weil so ein Entwicklungsprozess ist halt auch ziemlich schwierig und zeitaufwendig. Und es gibt halt sehr viele Ideen und nicht alle können es ins Spiel schaffen. Hier Toadtown von oben aus der Vogelperspektive, aber sieht auch noch ein bisschen anders aus. Von der Häuseranordnung. Ja, aber doch, das ist schon ziemlich ähnlich. Nicht ganz, glaube ich, aber ziemlich ähnlich auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, es schafft wirklich häufig, viele Dinge schaffen es nicht in einem Museum, oder in einem Museum sage ich schon, in einem Videospiel, die eigentlich schon geplant waren. Und deswegen ist es echt immer sehr interessant, finde ich. So, Inneneinrichtung, aber das ist ziemlich final, würde ich sagen. Ich kann auch so weitergehen, das ist gut, okay. Dann da der zerstörte Pilzpalast, der Brunnen mit dem Tod, der da chillt, wunderschön. Dann hier das eine Haus, auch immer so Notizen, die ich leider nicht lesen kann natürlich hier. Aber trotzdem immer ganz lustig, sich auch da so Notizen anzugucken. So, und dann hier die Kampfarena, genau. Aber die ist auch relativ final, wie sie hier ist. Okay. So, dann gleich weiter. Oh Gott. Ja, das wird alleine schon ein bisschen dauern, die ganzen Punkte überhaupt auszugeben. Also alleine hierfür werde ich schon Ewigkeiten brauchen. Und dann die anderen Areale hier im Museum will ich mir natürlich auch noch genauer anschauen. Also stellt euch auf einen sehr langen Bonuspart ein. Aber Bonusparts können auch durchaus lang sein, das ist okay. So, dann hier das Todlager. Ja, da sieht es jetzt relativ final aus tatsächlich. Innen drin eigentlich da auch. Ja, das sieht ziemlich ähnlich aus wie im Spiel. Nicht genau, glaube ich, aber auch ziemlich. Graffiti-Kanäle. Ohne Graffiti. Aber trotzdem. Mhm. Dann, ah, da ist sogar übrigens Feuer-Mario da hinten. Das war auch geplant, dass man irgendwie Feuer-Mario sein kann. Okay, auch interessant. Aber auf jeden Fall auf dem Picknickpfad. Dann hier natürlich Gevatter Stumpfenstrunk. Seine Verwandlung quasi und dann, ich kann mir nie merken, wie seine finale Form überhaupt heißt. Ich merke mir immer nur Gevatter Stumpfenstrunk, weil das viel lustiger ist. Steht sogar oben übrigens? Ne, steht nur Wandlung dabei. Egal. Dann hier mehr von den Graffiti-Kanälen. Mhm. Aber die sehen auch halbwegs final aus, wie sie im Spiel gelandet sind. Dann hier der Tempel, genau, vom ersten Pergamenton, vom Erdpergamenton. Mhm. Dann hier ganz viele verschiedene Zeichnungen zu allen möglichen Sachen. Links oben der Partyball vor allem. Der hat es ja ins Spiel geschafft. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Dann hier alle möglichen Rohre aus den Graffiti-Kanälen. Und hier noch vom Picknickpfad. Ein bisschen Concept Art. Das war auch geplant auf jeden Fall. Hat es ja auch ins Spiel geschafft, dass Mario da die typische Treppe hochsteigen kann aus 2D Marios und dann die Fahnenstange berühren kann. Genau. So, dann letzte Seite. Hier von der roten Luftschlange. Halt, erst alle freispielen einmal kurz. Moment. So. Zack. Und zack. Okay. Ja, halt, ich will oben anfangen, bitte. So, jetzt, okay. Da haben wir erstmal einiges noch im Tempel vom Erdpergamenton. Mhm. Dann hier der Panoramaberg, genau. Und verschiedene Ansichten. Vor allem auf den Hintergrund wird sich da ziemlich fokussiert, anscheinend. Dann noch der Turm natürlich. Und der Aufzug und dass man da zum ersten Mal von den Buntstiften angegriffen wird. Und dann hier halt noch, was ist das überhaupt? Auch vom Panoramaturm. Achso, ja stimmt, das ist bei der Küche und sowas. Ich weiß mal nicht, was das für komische Würfelnetze sein sollen. Achso, das ist zum Zusammenfalten für Essen zum Mitnehmen quasi. Kam das überhaupt im Spiel vor? Da ist noch Mario. Sehr interessant, okay. Gut, das haben wir auf jeden Fall. Dann gleich weiter mit der blauen Luftschlange. Wir sehen, wir haben da wirklich einige Concept Arts immer noch. Charaktere gibt es ja auch eigen. Dann blaue Luftschlange. Und wenn irgendwas rechts unten ist, werde ich mich immer schön wegbewegen, dass ihr alles sehen könnt. So. Ja, hier der, dann erstes, zweite Kapitel direkt. Die Herbsthöhe ist wirklich wunderschön. Herbsthöhe ist eine meiner Lieblingsgebiete, glaube ich. Ist zwar auch recht standardmäßig, aber ich liebe die Musik total aus der Herbsthöhe. Und die ist einfach echt schön anzugucken. Finde ich nochmal einiges schöner einfach und interessanter irgendwie. Der Picknick, nicht Picknickpfad hier, sondern, wie ist es nochmal? Kastanienthal, genau. Um einiges schöner anzusehen einfach, finde ich, als der Picknickpfad eben.
Ja, den Picknickpfad, den mochte ich, warum sag ich mal Picknickpfad? Mann, ey. Kastaniental mochte ich aber nicht so sehr irgendwie, weil das mit Bobby ein bisschen nervig war. Am Anfang mochte ich ja Bobby noch nicht wirklich, weil er da ziemlich, ziemlich nervig war. Zum Ende hin mochte ich ihn dann schon, weil er halt eine coole Story hatte und so. Aber am Anfang hat er mich echt genervt im Kastaniental, wie er da immer wieder einfach gerettet werden musste. Das war echt ziemlich nervig. Also Kastaniental fand ich nicht so spaßig im Vergleich. Aber jetzt kommen wir dann bald schon zum Tempel. Genau, vom Wasserpergament. Und der war ziemlich cool. Das war sogar mein Lieblingstempel vielleicht von den Pergamenter-Tempeln. Vielleicht sogar, weil der hatte... Halt, Vollbild einmal kurz. Genau. Weil der hatte ziemlich coole Rätsel und alles. Und war auch cool aufgebaut und so. Also den mochte ich echt ziemlich gerne, muss ich sagen. Der sah auch cool aus irgendwie. Also der hat mir gefallen. Mhm. Das sieht aber alles wirklich ziemlich cool aus. Mhm. Und das Shogunland mochte ich natürlich auch sehr. Also das zweite Kapitel fand ich echt schon ziemlich cool. Wirklich um einiges besser als das erste nochmal. Aber dritte und vierte fand ich ja sogar nochmals besser. Das fünfte wieder ein bisschen schwächer dann. Da weiß ich nicht genau, wo ich das einordnen würde. Vielleicht sogar schlechter als das zweite, ehrlich gesagt. Weiß ich aber nicht sicher. Aber drei und vier sind meine Highlights. Aber auch zwei war echt richtig cool. Genau, und hier ein Shogunland. Mhm. Das war auch echt eine richtig coole Idee mit dem Shogunland. Das Dienstzimmer mit den verschiedenen Masken natürlich auch, genau. Das Fotostudio. Mhm. Ja, die Bilder da hinten. Birder auch ganz links. Wunderschön. Der Ninja-Parcours. Mhm. Der war auch ziemlich cool. Und auch innen. Mit all den versteckten Ninja-Toads, genau. Überall. Der Technikraum, wo wir Luigi gefunden haben. Der natürlich wieder mal nicht den richtigen Schlüssel dabei hatte. Dann das Shogun-Theater. Und Kabuki-Steinblock-Konzept. Okay, das war der hier am Ende, wo man wirklich, was wirklich ultra knapp war und wo man gerade so entkommen konnte und nicht zerquetscht wurde. Okay. Und dann haben wir schon hier die letzte Seite. Mhm. Ja, ich will gleich auf jeden Fall Concept Art zu dem Gummiband-Boss sehen. Also den finde ich immer noch ein bisschen komisch irgendwie, den Gummiband-Boss, weil alle anderen Bürobedarfsbrigaden-Bosse passen halt zu Papier besser. Weil alle anderen sind eine Gefahr für Papier. Entweder, dass sie bekritzelt werden, dass sie durchlöchert werden, dass sie getackert werden oder sonst, dass sie durchschnitten werden oder sonst irgendwas. Aber Gummiband ist keine Gefahr für Papier. Deswegen den, und das war ja einfach nur so ein Haufen aus Gummibändern. Das fand ich irgendwie, den fand ich komisch, weil die anderen war halt wirklich so einfach in einem Büro, dass halt einfach ein Tacker oder ein Loch herumsteht oder so. Aber so ein komisches Gummibandmonster steht da nicht einfach so irgendwo rum. Wisst ihr? Deswegen, den fand ich irgendwie, der hat nicht ganz gepasst zu den anderen irgendwie. Aber ich weiß nicht, was man ansonsten noch für ein Bürobedarfsmittel hätte nehmen können. Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Ballettbühne hier. Dann die finale Bühne. Genau, mit auch der blauen Duftschlange. Dann verschiedene Ansichten. Aus dem Shogun-Theater links oben auch nochmal die Feinansichten, was auf jeder Etage ist. Genau. So, mehr Concept-Art dann. Yay. Bam. Wunderschön. Dann die Westernbühne. Mhm. Das war aber auch ziemlich cool, die ganzen Minispiele da, die man machen musste. Und Hinterhofbühne. Mit Birder auch. Aber zum Boss gibt es gar nichts sogar. Aber das kommt vielleicht noch extra. Es gibt ja Charaktere einzeln. Vielleicht zählt er als Charakter. Und ist dann da noch. Okay. Dann die gelbe Luftschlange. Erstmal wieder auf vier Seiten. Erstmal wieder alles freispielen. Ich hoffe, dass meine Todpunkte wirklich reichen, aber sie dürften reichen. Weil ich krieg die ja, wenn ich Toads rette. Und ich habe alle Toads gerettet. Also normalerweise dürfte es passen. Ich bin gespannt, ob ich wirklich alle aber brauche. Oder ob welche übrig bleiben, sodass man nicht alle Toads finden muss, um komplett alles freispielen zu können. Aber ich glaube schon, dass wir alle aufbrauchen müssen. Mal schauen. So, hier natürlich der Ort. Wir wissen noch alle, was hier passiert ist. Dann die zugige Zeche. Mhm. Und die Maulwurfshöhle. Ja, das war irgendwie ein Ort, der ziemlich zum Vergessen war. Nur das davor war halt interessant wegen Bobby. Aber die zugige Zeche habe ich irgendwie schon fast wieder vergessen. Ehrlich gesagt. Dann hier natürlich das Loch. Und Bobby und so, ne? Da. Ja, aber das stimmt. Wo Olivia traurig war, links unten, das war auf jeden Fall ein emotionaler Moment. Das stimmt. Hier verschiedene... Ja, okay, Ideen ist hier. Das ist was komplett anderes als das, was wir letztendlich gesehen haben. Alle drei Bilder zeigen nicht mal annähernd das, was im Spiel vorhanden ist. Aber es sind alles verschiedene Ideen, die sie hatten, die halt verworfen wurden und die es nicht ins Spiel geschafft haben. Sieht eigentlich interessant aus, alles drei. Finde ich mal schade irgendwie. Also ich meine, ich schaue mir gerne Concept Art an, weil das cool ist. Aber ich finde es oftmals auch schade irgendwie, was die Entwickler noch alles für coole Ideen hatten und was es dann leider alles nicht ins Spiel, ins finale Spiel geschafft hat. Aber ich mag es trotzdem sehr gerne, auch wenn mich das manchmal traurig macht, irgendwie. Weil es noch viele, viele andere coole Ideen gab, die Entwickler hatten. Aber vielleicht ja dann im nächsten Paper Mario oder so. Sondern Sham City. Oder da hieß es ja noch Sniff City, als wir zum ersten Mal hier waren. Das Hotel natürlich.
Ah, okay, das ist vom DJ Toad. DJ Toads groovige Platten, yay. Das Wüstenhaus. Und eine Hotel Suite. Oder die Hotel, eine gab es ja nur. Die Hotel Suite, genau. Hotel Korridor. Genau, aber alle möglichen Charaktere, Professor Toad oder so, kommen hier wirklich gar nicht vor. Die sind dann wirklich nochmal extra, oh Gott, sind dann wirklich nochmal extra unter Charaktere aufgelistet. Also Mario ist halt immer zu sehen und ein paar random Typen, aber jetzt keine besonderen Gegner oder Charaktere sind zu sehen und auch keine besonderen Gegner. Das wird dann alles wahrscheinlich unter Charaktere einfach aufgelistet sein. So, hier ist alles sehr rot. Alles der Tempel vom Feuerpergamenton. So, genau, die Halle. Mhm, sieht ziemlich krass aus. Dann der Eingang. Okay, da ist doch Professor Toad, aber er spielt nicht wirklich eine große Rolle. Ist einfach nur da halt dabei. Aber sonst nicht arg viel Besonderes. Gruft. Mhm. Dann Statuen. Die ganzen Statuen überall. Die waren wirklich überall im Tempel, das stimmt. Gondel. Die haben wir auch gesehen. Oder doch, die haben wir. Eine Gondel war, glaube ich, im... Aber ich glaube nicht genau an der Stelle. Oder? Nee, doch, das passt schon. Das war nach dem Kampf gegen das Feuerpergament und da sind wir mit einer Gondel wieder rausgefahren. Genau, doch, passt. Ja, das war auch im finalen Spiel. Ja, genau. Dann der Tempel von Shamsis. Weiter, innen. Und die Disco-Halle, yeah! Bin ich schon wieder im Disco-Fieber. Jetzt geht's aber ein bisschen durcheinander irgendwie. Das ist ein bisschen doof. Ist es wirklich die richtige Reihenfolge von den Nummern her? Ja. Das macht aber eigentlich keinen Sinn, weil Feuerpergament und Tempel und Tempel von Shamsis irgendwie durcheinander kamen. Aber naja, was soll's. So, und dann die letzte Seite. Von der gelben Luftschlange. So. Das sind nochmal die Türme zum Beispiel auch. So. Aber erstmal hier das ganze Wüstenzeug. Das war echt so ein cooles Kapitel einfach nur. Die Innenseite von dem Wüstenturm. Wüstenturm, genau. Der gefrorene Tod. Und nicht nur irgendein Tod. Kapitän Tod. Und Hausruine. Okay. Dann weiter mit der violetten Luftschlange, auch ein mega cooles Kapitel. Also ich kann mich echt nicht ganz entscheiden, ob ich 3 oder 4 lieber mochte. Die waren beide so cool einfach nur. Das habe ich ja schon erwähnt, die waren einfach beide auch vom Prinzip her sehr ähnlich. Deswegen mochte ich sie auch so sehr. Man hatte einfach ein Riesengebiet und musste halt dort irgendwie ein großes Mysterium lösen, indem man immer weitere Hinweise darauf gefunden hat. Und es gab ultra viel zu erkunden und so. Sowas liebe ich einfach grundsätzlich. Das war die MS Peach, auf der wir sogar schon viel früher waren, als im 4. Kapitel. Genau. Dann Chaos in der Lounge. Bobby. Yay. Die Innenansichten von MS Peach. Überall Bobby. Oh. Noch mehr Concept Art. Genau, rechts oben auch die Easter Eggs von Peach aus den verschiedenen Paper Marios. Concept Art extra für Tinte. Auch nicht schlecht. Ja, der Blooper sieht da ein bisschen komisch aus irgendwie auf dem Concept Art, finde ich. Aber okay. So, dann gleich weiter. Und genau, hier jetzt dann schon auf hoher See. Das ist einfach so cool. Finde ich, wenn man einfach so ein riesen Areal hat und man da einfach viele verschiedene Orte erkunden kann. Wirklich wie in Wind Waker so ungefähr. War schon echt ziemlich cool. Und auch das Prinzip, dass man Schätze bergen konnte, war auch cool. Also das war echt auch super, das Kapitel, finde ich. Das links unten sieht auch voll schön aus irgendwie, unter Wasser. Dann ganz viele verschiedene, es war sogar in Planung, dass man sein Boot upgraden konnte irgendwie. So ein bisschen wie ein Phantom Hourglass oder halt umstylen konnte. Wurde aber auch nicht umgesetzt, es gab ja nur das Standardmäßige. Die Herzinsel, die war ziemlich lustig. Fragezeichen Island, die war auch lustig. Also jede Insel war halt auch irgendwie besonders ein bisschen. Das war schon echt ziemlich cool. Und dann die Origami-Werkstatt natürlich, ein ganz wichtiger Ort. Wo wir den Origami-Meister gefunden haben. Ich finde es immer noch komisch, dass das ein Tod war irgendwie. Ich meine, das hat ja Sinn ergeben, weil deswegen hat ja Olli seinen Hass auf die Toads gehabt. Aber das Problem ist halt eben, dass, ich meine, der Origami-Meister ist ja ein recht ernster Charakter und ein wichtiger. Und ich kann halt die Toads nicht ernst nehmen einfach, leider. Weil sie überall vorkommen und meistens so viel Blödsinn erzählen, was auch lustig ist natürlich. Aber die sind halt eher lustig, die Toads, anstatt jetzt wirklich ernst zu nehmen. Und deswegen so ein richtig ernster und wichtiger Charakter für die Story, den kann ich irgendwie nicht ernst nehmen, muss ich sagen. Aber ich kann Ollis Hass dann auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. So, dann hier die Unterwasserpyramide. Oder die Doppelpyramide, das war auch voll cool. Einfach nur. Einfach so mitten so ein total stranger Ort unter Wasser mit den 3 Prüfungen. Dann der Eispergament und Tempel. Also wirklich mega cooles Kapitel insgesamt. So, der sah auch mega cool aus insgesamt. Und hatte auch coole Rätsel und alles. Genau, einfach so ein Ort unter Wasser. Das hat mich. Das war echt ziemlich cool, auf jeden Fall. Okay. So, eine Seite noch. Das dürfte jetzt noch der Hochseeturm sein. Schätze ich mal.
Okay, das ist sogar schon danach eigentlich. Nach dem vierten Kapitel. So. Okay, genau, hier dann eben ganz oben, nachdem man schon... Oder nee, nicht nachdem, man hat ja da oben dann gegen das Klebeband gekämpft, ja. Halt, Vollbild einmal kurz, Moment, ich mach's kurz, so, yay, Vollbild. Das sieht schon mal viel besser aus, das Vollbild, das ist auch viel heller irgendwie und farbenfroher alles. Also ich will schon, wenn ich dran denke, alle im Vollbild immer zeigen. So. Genau. Das war's aber dann. Und dann geht's weiter mit der grünen Luftschlange. Da haben wir 20 Stück. So. Aber auf 4 Seiten, okay. Genau, das Kapitel fand ich eben wieder ein bisschen schwächer als die beiden vorherigen. Aber das hatte auch auf jeden Fall lustige Momente. Seine Scheigei war auf jeden Fall ziemlich cool. Bei Elysium war an sich auch ganz in Ordnung. Aber da fand ich halt die Wüste oder auch das Meer interessanter zum Erkunden, als das, muss ich sagen. Und Bowsers Festung zum Beispiel hätte man, glaube ich, auch noch mehr rausholen können. Das war zwar irgendwie, das war auch ganz cool, weil es halt so creepy war mit diesen komischen schwarzen Viechern da. Tanuki war geplant? Was? Warum? Warum hat es der nicht ins Spiel geschafft? Was zum Teufel? Tanuki war geplant, Feuerblume war geplant, Froschanzug war geplant. Das waren ja einfach Anzüge aus Mario Bros. 3 geplant oder auch aus anderen Mario-Spielen. Aber vor allem aus Mario Bros. 3. What the fuck? Warum haben sie nicht reingeschafft? Das wäre doch voll cool gewesen. Hm. Schade. Naja, jetzt bin ich wieder ein bisschen traurig, weil ich das gerne gesehen hätte. Was man mit denen hätte machen können. Also ich meine, der Tanuki-Schweif hat es ja ins Spiel geschafft, muss man zugeben. Kann man ja im Angriff benutzen. Das habe ich, glaube ich, kein einziges Mal übrigens gemacht. Will ich mal kurz erwähnen. Aber Froschanzug überhaupt nicht. Und Tanuki auch nicht wirklich. Nur halt im Kampf eben. Aber das zähle ich nicht. So, hier der Dschungelabschnitt, den fand ich ganz cool. Wenn es nicht diese eine Instant Game Over Stelle gegeben hätte, die war immer noch kacke, finde ich. Aber ansonsten, abgesehen davon, war der echt cool. Der hat mir sogar an sich besser gefallen als Bart Elysium selbst, würde ich sagen. Ja. Sieht man hier auch einiges davon, genau. Die sehen auch ziemlich cool aus, die Concept Arts hier. Und auch innen. Sehr detailreich auf jeden Fall. Das gefällt mir. So, dann geht's weiter. Jetzt dürfte dann Shiny Shy Guy gleich kommen. Yeah, da ist er schon. Wunderschön. Aber erstmal noch hier, Quell der frischen Farben. Aber das habe ich schon wieder ganz vergessen. Diese 5 Meter da, wo man in der Höhle entlang läuft. Dann hier Shiny Shy Guy, yeah. Aber leider ganz leer. Das ist ein bisschen schade. Oder, ja, das soll, glaube ich, gar nicht leer sein. Ich glaube, die bunten Ausschnitte auf der Tribüne sollen eigentlich halt Charaktere quasi sein. Aber auf dem Concept Art waren sie halt zu faul, die hinzuzeichnen, vielleicht. Keine Ahnung. Genau, dann der Weg hier noch, stimmt. Mit dem Wind. Und hier auch nochmal. Und noch ein bisschen Kamera und sowas und Lichter. Wunderschön. Okay. Dann letzte Seite. Und das ist jetzt noch Bowsers Festung. Denke ich mal. Ja. Das sieht stark danach aus. So. Kurz alles freispielen. Okay. Da ist der Eingang. Der Festsaal. Eingang ist es ja gar nicht. Es gibt ja davor noch ein, zwei Räume. Der Festsaal ist es, genau. Wo es diesen riesigen Krieg zwischen den Papier- und Origami-Gegnern gab. Dann natürlich hier der Thronsaal. Genau. Der Rätselraum. Mhm. Dann noch mehr Concept Art für die ganzen Statuen. Und halt einer von den Räumen. Okay. Sehr schön. Dann das letzte. Ja, das letzte Kapitel. Also Castle Knick war cool. Der Vulkan war halt davor jetzt nicht so spannend. Das war halt sehr kurz auf jeden Fall. Da hätte man schon auch noch, glaube ich, ein bisschen mehr rausholen können. Und das letzte Kapitel noch, gibt es auch nur 2 Seiten hier. Und das letzte Kapitel noch ein bisschen spannender vielleicht machen können. Weil ich meine, die Sachen, die drin waren, waren schon ganz cool, finde ich. Auch der Shooter-Abschnitt quasi. Der Vulkan, den fand ich nicht so spannend. Aber Castle Knick war dafür auch cool. Ich meine, man hätte es jetzt auch nicht strecken müssen oder so und dann schlechter machen. Aber finde ich halt trotzdem immer schade, wenn das Finale am kürzesten ist. Weil das Finale sollte halt nochmal bombastisch sein und richtig reinhauen und cool sein. Und das hätte halt schon auch gerne ein bisschen länger sein dürfen für meinen Geschmack. Aber gut. Der Luftkampf auf jeden Fall, genau. Halt, Vollbild. So, da haben wir es. Gegen Papierflieger. Der Lootkrater, genau. So, dann Concept Art für seine Luftgaliere. Bobby! Ist das unser Bobby oder irgendein Bobby? Wer weiß. So, dann Papierflieger. Vulkan und Pilzpalast, genau. Und der Glutkrater nochmal mit Concept Art. Und zwar, welche Plattformen hier einsinken bei dem Abschnitt. Das war wirklich ein bisschen fies. Aber haben sie sich hier schon per Concept Art genau überlegt, welche da einsinken sollen. So, und dann natürlich noch zum Ende hin Castle Knick.
Und nee, ich habe ich habe keine übrig. Also vielleicht doch, aber es kommen noch Charaktere. Also ich muss noch weitere ausgeben, auf jeden Fall. Na halt noch nicht, das ist das letzte. Nein, mach doch weg, ich will die anderen erst freispielen. So. Okay. Und zwar einmal hier. Mhm. Von außen. Sehr ähnlich wie, nicht, ich glaube nicht genauso, aber sehr ähnlich, wie sich der Origami-Meister schon gedacht hat. Oder ist es doch dasselbe? Bin mir nicht ganz sicher, aber da sieht es ein bisschen anders aus. War auch ein bisschen anders geplant davor. Oder oben. Oben sind sogar nochmal verrücktere Designs. Tatsächlich. Okay. Dann hier innen. Mit diesen komischen Dingern da am Boden, die einem einfach 100 Schaden machen konnten. Auf einmal. Mhm. Mehr Concept Art. Und der Thronsaal. Der sieht schon ziemlich sick aus, vor allem mit den ganzen Kranichen. Okay. So, dann fehlen nur noch die Charaktere. Da gibt es nochmal 24 Bildchen. Und wie viele Punkte habe ich jetzt noch übrig? Ich glaube so 70, 80 oder so. 70, genau. 74. Also könnte wirklich ungefähr hinkommen, dass ich alle meine Punkte hier ausgeben muss. Wie, wenn ich am Ende, wenn mir einer fehlt, aus irgendwelchen Gründen oder so, dann drehe ich durch. So, erstmal hier. Genau, jetzt Gegner. Concept Art. Aber sieht eigentlich die Origami-Gegner. Aber das ist ja voll cool. Rechts wird sogar gezeigt, wie jemand das zusammenbastelt aus Origami. Das ist ja voll cool. Ja, das ist schon ziemlich nice, weil man halt, glaube ich, wirklich so ziemlich alle Gegner oder alle Objekte, die hier vorkommen, halt wirklich einfach, also nicht so einfach wahrscheinlich, aber weil man sie theoretisch mit Papier nachfalten kann. Mit Origami. Man muss ziemlich geschickt sein mit verschiedenen Farben und sowas auch. Aber an sich geht es. Wenn man zu viel Zeit im Leben hat. Aber das ist ziemlich cool, dass sich da wirklich Leute bei Nintendo die Mühe gemacht haben, das sogar wirklich selber zusammenzufalten, um dann zu sehen, was möglich ist und wie das funktionieren könnte. Das ist schon ziemlich cool. So, dann weiter. Das sind sehr viele hier. So, Moment. Okay, die Papacho-Gegner haben wir hier. Ist sogar jeder einzeln, oder? Ja. Sogar die Bosse auch. Ja, Piranha-Pflanze war aber eigentlich, war doch kein Boss, oder? Papacho, kam überhaupt eine Papacho-Piranha-Pflanze vor? Weiß ich schon gar nicht mehr. Keine Ahnung, egal. Können wir uns gleich genauer ansehen. Erstmal Goomba. Mhm. Rechts unten, da ist der Blick ein. Da ist der Blick ein bisschen komisch. Aber gut. So, dann Papacho Piranha. Ja, die hat es nicht reingeschafft, oder? Die wurde verworfen. Oder gab es eine Papacho Piranha-Pflanze im Spiel? Ich glaube nicht. Interessant. Spike gab es auf jeden Fall. Das sieht auch lustig aus. Schönes Maul öffnen. Dann der Kettenhund, der hat es leider auch reingeschafft. Dann Koopa. Mhm. Ja, das ist lustig, wie die da rechts unten immer zusammengesetzt werden quasi. Aus den Einzelteilen. Beim Poké ist es ein bisschen einfacher, einfach halt jedes Körperteil einmal. Genau. Mhm. Und dann noch König des Urwalds und Kopfgeldjägerin. Ja, yeah, Donkey Kong und Samus. Sehr cool. Dann haben wir noch hier den Riesenblooper. Genau. Mhm. Und noch Papachos Funktionsweise. Okay, einfach noch ein paar andere irgendwie. Ein Scheiger mit Eimer war auch als Papacho geplant, anscheinend. Oder so. Papacho Bob Omb hatten wir auch nicht. Papacho Bobby! So, dann vorletzte Seite. Dann haben wir gleich Concept Arts durch. Ich glaube, Concept Art dauert auch am längsten. Ich glaube, die anderen dürften etwas schneller gehen. Die anderen Ausstellungsräume. Ja, da haben wir nochmal die ganzen Pergamenter. Okay. Genau, hier Erdpergamenton. Rechts unten sieht er komplett übertrieben aus. Boah, voll böse. Aber es war sogar links oben war sogar noch eigentlich anders geplant. So eine alte Schildkröte mit Bart und so. Das wäre auch cool gewesen. Dann Feuerpergamenton. Der sieht schon auch ziemlich stylisch aus. Wasserpergamenton. Ganz links oben sieht der ein bisschen sehr komisch aus. Da, unten in der Mitte sieht er aber dafür sick aus, muss ich sagen. Und noch Eispergamenton. Halt einfach ein Eisbär. Okay. Und letzte Seite. Das dürften jetzt noch die wichtigen Charaktere sein. Mario, Olivia, Olli, Bowser und sowas. Denke ich, und die Partner vielleicht. Denke ich zumindest mal. Peach haben wir auch noch, genau. Da sind ultra viele kleine einfach. 1000 Millionen sind da. Okay, schauen wir uns gleich an. Erstmal Olli und Olivia. Links unten, wie böse Olli ist. Dann Papier-Sumo, genau, beim Finale. Dann Origami-Prinzessin Peach. Mhm. Aber mal hier die sind auch ziemlich süß aus. Die in der untersten Reihe, die zweite von links. Die sogar fast besser aus, finde ich, als die Finale. Oder? Ja, weiß nicht. Aber interessant, dass da auch verschiedene Designs durchgegangen sind.
Genau, dann die ganzen gefalteten Toads. Ja, das alles nachzubasteln. Viel Spaß dabei. Das dauert, glaube ich, ein bisschen. Dann verschiedene Outfits für Charaktere. Okay, da haben wir ja einige von denen im Shogunland auch gesehen. Aber nicht alle von denen, glaube ich, oder? Also wurden auch ein paar verworfen, die eigentlich geplant waren. Und noch Outfit 2, ja. Vor allem auch sehr viele verschiedene Toads. Hätte man gerne machen können. Ein paar andere Designs. Aber ich meine, es gab ja ein paar verschiedene Designs von Toads, so ist nicht. Aber hätten auch gerne noch mehr sein können. Oder auch von anderen Gegnern. Aber gut. Bobby als Geist auch. Okay. So. Habe ich jetzt eigentlich wirklich alle Punkte hergegeben? Habe ich jetzt gar nicht mehr geschaut? Ja, ich habe 0. Das heißt, ich wollte es gerade erwähnen, dass gleich Ding Dong Deng Dön kommen dürfte. Da wir jetzt einen weiteren Pokal bekommen haben. Nämlich dafür, dass wir all die Dinger gekauft haben. So, 2 neue Pokale, das sind die letzten, dann haben wir wirklich alle. Dum, dum, dum. Kampfkoryphäe, und zum letzten Mal. Dum, dum, dum. Kunstsammler, yeah! Und? Das ist geschafft, Mario, du hast ja jeden einzelnen Pokal geholt. Nun, da ich die komplette Sammlung habe, kann ich den Eintritt verdoppeln! Toll, endlich wird das Mykel-Museum seinen rechtmäßigen Platz unter den prestigeprächtigsten Museen der Welt einnehmen. Hey, ich wusste ja gar nicht, dass sie so unverhohlen ehrgeizig sind. Süß. Oh, wie soll ich sagen? Danke. Eigentlich sollten wir ja beide Mario danken. Ihm habe ich es zu verdanken, dass mein Traum wahr wird. Mein Traum, das Museum mit der vollständigsten Sammlung und dem höchsten Eintrittspreis der ganzen Welt zu leiten. Yay, ist das wirklich ein Daumen hoch wert? Ich weiß ja nicht. Danke, Glückwunsch. Aber wir dürfen ja kostenlos rein, also kann uns eigentlich egal sein. Ah, jetzt sind sogar echt andere Leute auch hier. Also die ganzen Sachen im Museum, die sind alle von dir, oder? Wahnsinn! Mhm. Du fragst dich sicher, was es mit dieser Röhre auf sich hat, oder? Lass mich erklären. Oh, du bist Mario, den muss ich ja nicht erklären. Okay. So, dann auf jeden Fall die anderen. Ja komm, mit dem rede ich auch noch schnell. Aber dann gleich die anderen Ausstellungsräume. Was soll man hier überhaupt anfangen? Gibt es irgendwo eine Anleitung? Ja, steht doch immer dabei, was wo zu finden ist. Ist eigentlich nicht so kompliziert. So, die Origami Toads. Da kann ich auf jeden Fall ein bisschen schneller durchgehen. So, bei der roten Luftschlange. Ich kann mir die auch genauer angucken. Ach, die haben Text. Rechts unten auch noch. Warte kurz. Na gut, jetzt von der linken Seite. Und dann werde ich mir die halt auch noch alle durchlesen. Wird der Part halt noch länger. Jetzt ist auch schon egal. Die Grille. Sie erzeugt Töne durch das Reiben ihrer Flügel. An ihrem schrillen Gesang kann man sich das ganze Jahr erfreuen. Ich kann sogar noch selber drehen und ranzoomen auch. Das werde ich aber jetzt nicht mit jeder machen. Wir lesen es einfach durch. Das wird ja immer gedreht. Man kann die von allen Seiten sehen. Außer von oben und unten halt, aber das reicht. Und ich werde es mal vorlesen. Spiegelei. Ein Ei, das heitert auf jedem Frühstückstisch. Ob gekocht oder gebraten, bleibt Gegenstand von Diskussionen. Blume. Das Musterbeispiel einer Blume mit perfekt angeordneten Blättern. Warum riecht sie dann wie ein Pilz? Tja. Pinker Schmetterling. Dieser elegante pinke Schmetterling legt von Zeit zu Zeit eine Pause auf einer Blume ein. Gelbe Tulpe. Wer möchte diese perfekte Tulpe nicht pflücken? Doch man wähle gut, denn jede Farbe hat eine andere Bedeutung. Schwan. Dieser elegante Vogel gleitet stolz über den See, doch unter der Oberfläche strampelt er hektisch mit den Beinen. Blauer Schmetterling. Dieser Schmetterling umschwärmt gern die Blüten auf Blumenwiesen. Roter Schmetterling. Dieser Schmetterling liebt Blumen, ja, mehr noch als andere Schmetterlinge, ein ganz kleines bisschen. Flagge. Diese Flagge im Wind flattern zu sehen, versetzt jeden in Feierstimmung. Zeit für ein Feuerwerk, aber nur, wenn man eine Schnapszahl erwischt, sonst nicht. Rote Tulpe. Gefaltete Toads sehen wie echte Tulpen aus. Diese rote Tulpe zum Beispiel ist ein roter Toad. Na sowas. Ja, nee, dass es kein gelber ist, war mir schon klar. Okay, ich muss hier auch noch dann immer wechseln. Das ist ja nervig. Warum wurde es nicht einfach so gemacht, dass ich dann von 20 halt zu 21 gehe? Egal. Gelber Schmetterling. Dieser fröhliche gelbe Schmetterling tut nichts lieber als Fangen spielen. Roter Hund. Ein erfahrener Wache und der Mario hilft, zu einem erfahreneren Kämpfer zu werden, sobald er einmal entfaltet ist. Roter Skarab... Ah, stimmt, das war der Kämpfertod, deswegen. Roter Skarabios. Manche nennen große Käfer dieser Art lahm und langweilig, sie selbst bevorzugen bedächtig und entspannt. Präriehund. Nichts liebt er mehr als das Buddeln von Löchern, aber bitte nicht mit einem Maulwurf verwechseln. Heißen diese Tiere wirklich Präriehund? Also Hamster sage ich schon, Maulwurf ist es nicht. Erdmännchen, dachte ich, heißen die Tiere. Oder ist es ein anderer Name oder ist Präriehund spezieller und Erdmännchen ist der Familienname, der Oberbegriff oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Erdmännchen genannt. Für mich sieht es aus wie ein Erdmännchen. Egal. Roter Pilz. Bei den meisten Toads besteht Verwechslungsgefahr mit Pilzen, bei diesem hier allerdings noch viel mehr.
Gelber Pilz. Ein seltener gelber Pilz, der in Gebieten mit viel Sonnenschein und Elektrizität zu finden ist. Schild. Ein informatives Schild, auf das eine ungewöhnlich wortreiche Nachricht gedruckt ist. Grashüpfer. Ein kleines Insekt mit beeindruckender Sprungkraft. Nähert man sich ihm zu schnell, hüpft es davon. Also Geduld. Blauer Rundfisch. Es ist allgemein bekannt, dass perfekt zu einem Fisch gefaltetes Papier in Wasser nicht aufweicht. Natürlich. Grüner Skarabäus. Dieser Skarabäus findet sich in den Höhlen, die den Tempel des Erdpergamenton beherbergen. Weil jetzt muss ich wieder wechseln. Naja, egal. So, die letzten fünf. Aber das ist nur von der roten Luftschlange, ne? Ich muss das bei jeder auch noch machen. Alter, wie viel gibt's eigentlich hier? Gelber Skarabäus. Diese Variante des Skarabäus ist etwas schüchtern und versteckt sich gern an dunklen Orten. Broschüre. Auf den ersten Blick eine informative Panoramaturmbroschüre, doch zeigt sie nur das Gesicht eines Toads. Wimpel. Souvenir einer beliebten Touristenattraktion, damit sieht jeder Raum gleich viel freundlicher aus. Turm. Ein Souvenir vom Panoramaturm. Von allen Souvenirs will dieses am höchsten hinaus. Und Stift. Er mag aussehen wie ein Stift, doch die Spitze schreibt nicht gerade eine Spitzenreplik. Okay. Das waren alle. Von der roten Luftschlange. Oh Gott. Das wird dauern. Aber die wiederholen sich doch auch, oder? Sind die Texte jedes Mal anders? Ach du Scheiße. Blauer Langfisch. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dieser Kreatur um den Skippertoad, der auf der Herbsthöhe herumfloppt. Rotes Herbstblatt. Wie seine vielen Freunde bedeckt es den Boden der Herbsthöhe, allerdings ist es ungewöhnlich dick für ein Blatt Papier. Gelbes Herbstblatt. Toads gibt es in vielen verschiedenen Farben, genau wie Herbstblätter, aber sie fallen meist nicht von Bäumen. Affe. Ein gelenkiger Affe ist so flink, dass er kaum einzuholen ist, auf jeden Fall wendiger als ein Toad. Roter Langfisch. Dieser auffällige rot-weiße Fisch springt aus dem Wasser, als wäre er ein echter Cheep-Cheep. Rote Libelle. Passt perfekt in jede Herbstlandschaft. Will man eine fangen, sollte man sich eine Strategie überlegen. Roter Skarabäus. Kennen wir? Okay, also die wiederholen sich. Kastanie. Schlägt man gegen einen Baum im Kastaniental, fällt vielleicht eine Kastanie herunter, ob sie einen Schatz enthält. Schmetterling. Ein gewöhnlicher Schmetterling mit ungewöhnlichem Aussehen. Seine Schwingen sind ein echtes Kunstwerk. Herz. Dieses herzergreifende Symbol der Liebe scheint zu verkünden, selbst geknickt schlägt mein Herz nur für dich. Blauer Langfisch. Ja, das kennen wir schon. Oh, ich muss auch immer nachdenken, welche wir schon hatten und welche nicht. Um Gottes Willen. Papierlaterne. Eine edle Lampe aus dem Shogunland. Stellt man eine Kerze hinein, kann man sich überall am Shogun-Flair erfreuen. Wurfstern. Kein Ninja kommt ohne sie aus. Ein wahrer Meister ist in den Schutzu, wirft sie in einer fließenden vertikalen Bewegung. Libelle. Eine ungewöhnliche Libelle, eine seltene Färbung unter Libellen, aber nicht unter Toads. Moment mal. Gelber Hund. Dieser Vierbeiner wacht im Shogunland und lässt sich gern streicheln. Er bellt zwar, beißt jedoch nicht oder selten. Blauer Skarabäus. Ein Skarabäus, der geduldig unter den Felsen des Ninja-Parcours auf Mario wartet. Genau wie ein echter Ninja. Blauer Rundfisch. Es ist allgemein bekannt, dass perfekt zu einem Fisch gefaltetes Papier, ja, das kennen wir schon, Fächer oder Tischtennisschläger. Für mich ist es ein Tischtennisschläger. Dieses schöne Objekt passt perfekt ins Shogunland, praktisch an heißen Tagen und perfekt zum Flirten oder zum Tischtennisspiel. Blume. Das Musterbeispiel einer Blume mit perfekt angeordneten Blättern. Warum? Okay, kennen wir schon. Katze. Diese Katze liebt ein bequemes Kissen. Da sie aus Origami ist, fällt es ihr noch leichter, sie ganz flach auszustrecken. Grashüpfer. Ein kleines Insekt mit beeindruckender Sprungkraft. Kenne ich. Okay, das kenne ich auch. Und die letzten drei. Die sind, glaube ich, alle neu. Bonsai. Stiller Bonsai-Baum aus dem fernen Shogunland. Einst war er ein Toad. Quadratfisch. Dieser merkwürdige Fisch scheint sich an Land ungewöhnlich wohlzufühlen. Vielleicht sucht er noch ein Zuhause. Ja, vielleicht sucht er das, liebe deutschen Übersetzer. Kaktus. Ein Kaktus, der im kargen Sand der Wüste wächst. Er ist etwas klein und dünn. Ob er ausgetrocknet ist? So. Dann. Gleich weiter. Mit der gelben. Das geht aber trotzdem, weil sich wirklich einige auch wiederholen und so. Und hier gibt es nur eine Seite, es werden auch immer weniger gefühlt. Im ersten Kapitel gab es wirklich noch am meisten verschiedene Toad-Variationen, später immer weniger. Schaufel. Ein einfaches Grabwerkzeug aus einem Tunnel. Es sieht überzeugend aus, eignet sich aber nicht zum Graben. Gelber Skarabäus. Hatten wir das schon? Diese Variante des Skarabäus ist etwas schüchtern und versteckt sich gern an dunklen Orten. Keine Ahnung. Skorpion, der ist neu. Mag gefährlich aussehen, doch er flieht, wenn man sich ihm nähert. Hat er mit einem Poké Verstecken gespielt? Eidechse. Sitzt an einer Wand in der Wüste. Wird sie hochklettern oder runter? Werden wir es je erfahren? Kaktus kennen wir schon. Ein Schädel auf einem Kaktus grinst düster in die Finsternis. Nicht das, was man nachts in der Wüste sehen will. Schlange. Zeig dich, kleine Schlange. Diese Origami-Kreation ist beliebt bei bodenständigen Abenteurern. Gelber Pilz. Den kennen wir schon. Ja. Gelbe Tulpe auch, ja. Roter Wimpel, der surfende Sniffelt hat's echt drauf, doch woher stammt sein ungewöhnliches Sport? Schaufel kennen wir auch. Und das war's ja schon, genau. Also ja, das geht deutlich schneller. Und, echt, bei der grünen Luftschlange gab's gar keine Origami-Toads?
Wirklich? Wirklich? Interessant, aber okay. Vase. Diese Vase kann man ruhig fallen lassen, sie ist nahezu unkaputtbar. Perfekt für den ungeschickten Kunstsammler. Den kennen wir schon. Ja. Der kam jetzt sehr oft vor Herz, kennen wir auch schon. Dieser fröhliche Hüpfer macht vor Freude Luftsprünge, wenn er Mario sieht oder einen Fragezeichenblock. Dieser Fisch mit dem appetitlichen rot-weißen Äußeren gehört nicht auf den Grill, Feuergefahr. Schild kennen wir auch schon. Und ja, das war's. Okay, ja, ging doch schneller als ich dachte. Und das waren alle. Okay. Gut. So, dann die nächste Ausstellung ist das mit dem Pokal und Schatzminis. Die Schatzminis haben wahrscheinlich auch eine Beschreibung. 120 gibt es von denen, oder? Oder 160 sogar? 120 gibt's, okay. Wir machen erstmal die Pokale nochmal kurz, dass wir sehen, dass wir jetzt wirklich alle haben. Und nochmal ganz kurz auch, dass ihr euch durchlesen könnt, was man tun musste. Ah, die haben sogar auch Beschreibungen. Ach du Scheiße. Du bist niemand, der vor einem Kampf zurückschreckt. Glückwunsch zu deinem verdienten Titel. Danke. Du würdest niemals damit angeben, aber du hast bergweise Münzen gesammelt. Nun kündet diese Trophäe davon. Yay, ich kann angeben. Fragezeichenblock Spürnase. Du hast jeden einzelnen Fragezeichenblock im Spiel gefunden und geöffnet. Welcher ist dein Favorit? Die sind alle gleich, wie die Toads. Meisterangler, niemand braucht Seemannsgarn, wenn diese Trophäe sein Können beweist. Revanche Ass, dieser Preis kündet von einem epischen Kampf gegen die Papmatsche-Horden der Revanche-Insel. Bravo, edler Krieger. Das war echt eine coole Insel auch. Ringeversteher, verliehen für das Lösen aller Level in Rätselringelei im Kampfstudio. Gedreht, geschoben, gewonnen, gut gemacht. Wettringel-Profi, für das Lösen aller Wettringel-Rätsel im Kampfstudio. Kein Gegner reicht an deine superschnellen Reflexe heran. Na, nicht immer. Münzmatrose, du hast alle Münzen in der Strudelschlucht gesammelt und dabei steuerst du nicht mal das Boot. Stimmt eigentlich. Wurfstern-Virtuose, das Zeichen eines Wurfstern-Veteranen, der niemals sein Ziel verfehlt. Vielleicht wird aus dir noch ein Profi-Ninja. Quizwunder, bist du ein Quizshow-Genie oder einfach jemand, der gerne ein Risiko eingeht? Egal, denn dieser Pokal gehört dir. Kunstsammler, du hast jedes einzelne Kunstwerk dieser Welt gesammelt. Warum siehst du dir diesen Pokal an? Sieh dir die Kunst an! Aber ich bin stolz auf den Pokal und der glänzt. Origami-Toad-Sammler, du hast alle Origami-Objekte, Pflanzen und Tiere gefunden, die eigentlich einmal Toads waren. Toadtown dankt dir. Schatzminis-Sammler, du hast tiefe Taschen und viel Platz, mit anderen Worten. Du hast alle Schatzminis gefunden. Origami-Experte, Origami? Du hast alles gesehen, gegen alles gekämpft und alles geplättet. Viel Spaß mit dem Pokal. Nicht aus Origami. Und Plattensammler, was haben das Sammeln von Musik und das Reparieren von Löchern gemeinsam? Diesen Pokal. Und dich, Mario. Also ja, genau, stimmt. Ich glaube, die Platten, also den Soundtrack, der auch hier ausgestellt ist, kriegt man, glaube ich, wenn man die Löcher überall füllt. Also wenn ich in einem Kapitel alle Löcher gefüllt habe, dann kriege ich, glaube ich, halt alle Platten für das Kapitel. Oder irgendwie so. Deswegen, das hängt, glaube ich, zusammen. Ja. So, die haben Beschreibungen, oder? Diese 120. Natürlich. Oh, meine arme Stimme. Das märchenhafte und geschmackvolle Schloss von Prinzessin Peach. Kein Wunder, dass Ollis Auge drauf fiel. Eine weitere wertvolle Ressource, die Mario hilft, KP wiederherzustellen. Pilze helfen in allen Lebenslagen. Gevatterstumpfenstrunk! Der zu Kleinholz verarbeitete Gevatterstumpfenstrunk wirft nicht einmal mehr einen Schatten seines früheren Selbst. Ich weiß gar nicht, warum ich das so witzig finde. Aber ich finde, das ist so witzig, der Name. Gevatterstumpfenstrunk. Das hört sich so cool an beim Aussprechen schon. Pilzpalastfackel. Eine gewöhnliche Fackel aus dem Keller des Pilzpalastes. Sie leuchtet immer gleich hell, egal was auch sonst los ist. Ein Lautsprecher, der für monotone Ansagen in Endlosschleife sowie monotone Musik in Endlosschleife genutzt wird. Diese glänzenden Goldmünzen helfen Mario auf seinem Abenteuer. Seine Latzhose muss sehr tiefe Taschen haben. Das stimmt. Sehr, sehr tiefe mit 70.000 Münzen oder was. Buntstifte. Der erste Bossgegner aus Ollis Bürobedarfsbrigade. Talentiert, aber nicht so talentiert, wie er denkt. Gummiband. Dieser Theaterfreund ist ein Star der Bürobedarfsbrigade. Allerdings übertreibt er es mit der Tragikomödie. Locher. Dieses Mitglied der Bürobedarfsbrigade will nur Party machen und Löcher stanzen. Und die Party ist vorbei. Dieser Elitekämpfer der Bürobedarfsbrigade ist stolz auf seinen lila Spender und kämpft mit schmutzigen Tricks. Der erbitterte Gegner von allem, was Papier ist, König Ollis stärkster Helfer in der Bürobedarfsbrigade. Wie oft muss ich es noch sagen? König Ollis wildester Wächter in der Bürobedarfsbrigade. Sein furchtbares Maul ist gleichzeitig sein Schwachpunkt. Blockhütte. Legenden zufolge wurde die Blockhütte zum Teil aus Gevatter Stumpfenstrungs Holz gebaut. Sie wirkt seltsam lebendig, aber das stimmt ja. Ach, deswegen ist sie auch lebendig, das macht sogar Sinn, weil Gevatter Stumpfenstrung ist ja auch lebendig. Und das hat der Toad ja erzählt, dass die den abgeholzt haben, einfach diese Ärsche. Dann Mario, jedermanns Held, Mario, mit dem Hammer in der Hand und Freunden an seiner Seite knickt er niemals ein. Bowser, der König der Koopas in seiner ganzen Pracht, er hat ja auch nicht ewig ein Quadratschädel bleiben können. Pilzpalast, das märchenhafte und geschmackvolle Schloss von Prinzessin Peach, kein Wunder, dass Olli einen, also halt, kennen wir schon. Ja, da muss ich auch wieder wechseln. Das ist, hätten die das nicht einfach fortlaufend machen können? Egal. Kanaldeckel. Diese Barriere soll die Besucherhorden aus den unglaublich beliebten Graffiti-Kanälen beim Pilzpalast fernhalten.
Büschel. Ein Büschel grünes Gras. Yay, spannend. Es soll sich um eine ausgezeichnete Schnipselquelle handeln. Aber nicht so gut wie Bäume. Papacho Gumba. Nicht aus Origami, doch Olli verwendet diese Monster, um die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Background Baumgirl. Meister Edelwuchs. Genau, Meister Edelwuchs hieß er dann nach der Verwandlung. Hintergrundsänger. Sie haben alle Songs sowie ihre Choreografie selbst geschrieben. Geknickter Bowser. Der große und mächtige König Bowser hier auf ein praktisches Format zusammengefaltet, aber kein bisschen leiser. Papmacho Shy Guy. Ein weiterer von König Ollis massiven Papmacho-Rüpeln, interessiert sich allerdings vor allem für Fußball. Bestimmt. Panzer der Erleuchtung. Manche sehen hier nur einen Felsen, andere das Erdpergamenton. Insekten jedenfalls verstecken sich dort gern. Pergamenton-Figur. Eine kleine Figur des mächtigen Erdpergamenton, nur etwas weniger inspirierend als das Original. Sensorlabor. Dieses Labor ist für viele praktische Erfindungen bekannt. Faxversand, das Todradar und vieles mehr. Erdpergamenton-Relief. Ein Relief des altehrwürdigen Erdpergamenton, von frommen Koopas ehrfürchtig gemeißelt. Felsen aus einer Höhle. Manche sind zerbrechlich, andere nicht. Das klingt wie eine Metapher, ist aber keine. Stimmt tatsächlich. Die klassische Röhre und würfelt sie hin. Manchmal weiß man es, manchmal nicht. So ist das Leben. Eine Replik des Chefkoch-Spezialmenüs vom Panoramaturm. Schmeckt frisch, gefroren, lauwarm und aufgewärmt. Ein hoher Turm auf dem Panoramaberg, bekannt für seinen Souvenirladen und seine fast unbezahlbare Nachtaussicht. Ein Hammerschlag auf diesen sorgfältig gehackten Laubhaufen füllt den Schnipselvorrat und ärgert den Gärtner. Okay. So. Ein Viertel haben wir. Todseilbahn. Dieses enge Gefährt zwingt Passagiere zur Interaktion und befördert zu lebenslange Freundschaften. Okay, so hätte ich es nicht beschrieben, aber gut. Schnipselbeutel. Ein Beutel, um darin Schnipsel zu sammeln. Sein Fassungsvermögen steigt mit jeder gelösten Luftschlange. Er fand das Todradar, den Faxversand und vieles mehr, hat schneller neue Ideen, als er Dinge erfinden kann. Mehrere Holzkisten, die selbst dem stärksten Hammerschlag widerstehen, bekannt für ihre Starrsinnigkeit. Klassisches Holzschild, gut zur Informationsvermittlung geeignet und nur gelegentlich schnippisch. Eine der vielen Gefahren im Tempel des Erdpergamenton, der Legende nach soll er Feuer speien und das tut er auch. Modell des Kühlschranks in der Küche des Panoramaturms, komplett mit winzigem Modellungetier. Ein seltenes und wertvolles Item, das Marios maximale KP erhöht. Powerblock. Mit diesem Power-Up wackeln die Wände, manche Gegner werden umgeworfen, andere verwirrt. Flusstour-Boot. In diesem Boot bereist man den Fluss, es hat nur ein Paddel, durchquert die Strudelschlucht aber problemlos. Auch aufwärts, da muss er aber richtig abgehen, der Tod. Kastanien, riesige Kastanien, die dem Tal seinen Namen gaben. Ihr stacheliges Äußeres schmerzt, ob sie rollen oder nicht. Ein Wasserrad aus dem Tempel, es dreht sich unter den Tränen des Wasserpergamenton. Aber das stimmte, weil die Statue hat da, glaube ich, geweint, quasi. Da kam halt Wasser raus und dadurch hat sich das gedreht, glaube ich. Sitzbank. Eine Bank, der perfekte Ort, um sich auszuruhen, nachzudenken und Kräfte zu sammeln. Papmacho Koopa. Dieser Papmacho Koopa hält im Shogunland sein Schläfchen, nur ein lautes Geräusch könnte ihn aufwecken. Thunfischdosen. Dosen voll mit saftigem Thunfisch, auf der Herbsthöhe soll es einen Toad geben, der verrückt nach ihnen ist. Todseilbahn. Dieses enge Gefährt zwingt Passagiere zu Interaktion. Achso, ja, halt. So, die Hälfte haben wir. Dann Shogun. Ah ne, gar nicht wahr. Wir haben noch nicht die Hälfte. Gottes Willen. Shogun-Theater. Das Wahrzeichen vom Shogunland. Seine 4 Etagen wurden zu einem Mehrbühnentheater umgebaut. Dosenparty-Trio. 3 Freunde, denen Dosenfutter über alles geht. Bei der letzten Super-Duper-Dosenparty gab's Ravioli. Shai-O-Wai! Wachtumglocke. Ertönt diese Glocke, erwacht das ganze Shogunland. Vielleicht versteckt sich in ihr ja eine Überraschung. Ja, ein Tod. Oder war es ein Schatz-Mini? Ich glaube, ein Tod war es. Egal. Wasserpergamenton-Schrein. Ein kleiner Schrein in der Puschelgraspampa. Opfergaben in Form von Thunfischdosen verschwinden dort oft. Luigi! Marios Bruder, bekannt für seine hohen Sprünge, die grüne Mütze und... Tja, das war es eigentlich auch schon. Och, selbst die Beschreibung ist fies zu Luigi. Was soll denn das? Der arme Luigi, Mann. Ninja-Aufsteller. Ein paar der unzähligen Ninja, die sich auf dem Ninja-Parcours verstecken, finde alle, um Ninja-Meister zu werden. Bob-Omb. Enthusiastischer junger Bob-Omb, ohne Zünschen und Erinnerungen, aber mit viel Herz und explosivem Charakter. Bobby. Papmacho Sniffelt Revolverheld. Dieser Papmacho Sniffelt gebietet über eine Bande von Bühnenschurken, sieht umwerfend aus mit seinem Cowboy-Hut. Block. Ob Hammer oder Sprung, diese Ziegel sind zerbrechlich. Das Handwerk ist auch nicht mehr, was es mal war. Dieser Klassiker macht unbesiegbar. Der kam nur einmal vor, ne? Nur am Anfang, vor dem ersten Kapitel quasi noch. Das war erstes Kapitel, aber es war eher Prolog, finde ich. Weg mit den Gegnern, Lauf über Stacheln, Fall in Lava. Nein, letzteres lieber nicht. MS Peach, ein wunderschönes Kreuzfahrtschiff. Man merkt, dass dem Kapitän viel an Prinzessin Peach liegt. Riesenfelsbrocken, der Fels, unter dem Olli Olivia im Krepppapier Canyon gefangen hielt und fast töten wollte. Nur Bob Omb konnte sie befreien. Der heißt Bobby? Ne, er hieß ja Bob Omb, richtigerweise. Wichtige Box, darin war das eine Item verschlossen, das Olivia retten konnte. Nicht mal ein Riesenblooper konnte die Box öffnen. Papmacho Buhu, diese Riesengeister sind genauso verschämt wie ihre kleineren Versionen, aber dreh dich um und schon sind sie da. Warte mal, wie ihre kleinere Vers.
Ah ne, ich habe Versionen gelesen, ich habe falsch gelesen. Ich dachte nur, da wäre wieder ein Fehler, aber stimmt. Noch, aber es wird bestimmt wieder mehr Fehler geben. Stiefmobil, ein perfektes Modell der, der Stieflimousine 2020. Ja, doch passt schon, 2020, entwickelt von Toad Stiefmobilhandel. Vorsicht, nicht verkehrssicher. Shogun-Theater, das Wahrzeichen vom Shogunland. Ja, kennen wir schon. Okay, jetzt haben wir die Hälfte. Ah, halt. Ah, da muss ich noch mal extra auswählen, das Menü. Mein Gott, ey. So. Okay. Kaktus. Manche Kakteen sind mit Schnipsen gefüllt und können vom Stiefmobil durchfahren werden. Vorsicht, andere nicht. Größter und ungeschicktester Papmacho rollt herum, ohne sich Gedanken um die Sicherheit zu machen. Professor Toad, der führende Experte in Sachen alte Falter. Seine Expertise erstreckt sich bis auf andere überraschende Gebiete. Ja, manche Texte von dem waren echt mega witzig, finde ich. Tempelstatuen, Statuen des legendären König Shamses, ob er wirklich so ausgesehen hat. Palasthotel Sniff City. Sniffles ergreifen jede gute Gelegenheit. Diesen Toad-Palast haben sie zu einem 5-Sterne-Luxushotel umgebaut. Besonders staatliches Exemplar eines Schnipselsacks erfüllt Marios Schnipselvorrat auf. Ohne das Anordnen von Gegnern kommt man nicht weit. Dieser nostalgische Spielautomat hilft beim Training. Was wäre eine Poolparty ohne eine glänzende Goldstatue? Immer noch eine Poolparty, nur nicht ganz so glamourös. Eine von vier Türmen der Sandpapierwüste soll einem legendären König nachempfunden sein. Ist es ein harmloses Glücksspiel oder etwas Bedrohlicheres? Luigi wird es schon herausfinden. Ja, da hätte man ja auch sterben können bei der komischen Lampeter, glaube ich. Das habe ich auch nicht zeigen können. Das war auch sehr komisch, aber irgendwie auch ganz lustig. Feuerblume. Damit wird Mario zu Feuer-Mario. Er wirft Feuerbälle, ohne sich auch nur ein Barter anzusengen. Unglaublich. Stimmt, bei Concept Art habe ich ja gesagt, dass es Feuer-Mario im Spiel nicht gibt. Was nicht stimmt, weil man kann ja im Kampf zu Feuer-Mario werden. Aber auf dem Concept Art war Feuer-Mario halt einfach in der Oberwelt und das gab es wirklich nicht. Eine der Steinfiguren in der Höhle des Feuerpergamenton. Vielleicht lohnt es, sie einmal zu zählen. Nee, viel zu viele. Der Tempel von König Shamses, er sinkt bei Dunkelheit unter den Sand, fast wie ein Vampir, nur umgekehrt. Okay. U-Boot Mario. Dieses U-Boot wurde von Kapitän Toad gesteuert. Wie kam es in seinen Besitz? Ein Mysterium tiefer als das Meer. Dieser Pappmatscherschärge kann sogar fliegen. Am besten wartet man, bis er zum Sturzflug ansetzt. Okay. So, nicht ganz zurück. Ah, fuck, jetzt habe ich falsch gemacht. So, nächste Seite. Okay, die nächsten 15. Fragezeichenblock. Es ist immer wieder schön, einen zu finden. Was wird da drin sein? Münzen? Ein Item? Gegner? Das ist so aufregend! Skipper Toad, ein seefahrender Toad, der zum Fisch gefaltet wurde. Das war ein ziemlicher Flop, doch jetzt geht's ihm besser. Okay, jetzt habe ich es übrigens gefunden. Ein seefahrender Toad. So viel dazu. Wenn man nur einen Hammer hat, fängt alles an, nach einem Nagel auszusehen. In Marios Fall ist das völlig in Ordnung. Legende, die für das Verbrechen des U-Boot-Diebstahls eingefroren wurde. Tja, so ein U-Boot ist nun mal wertvoll. Kapitän Toad. Statue eines Wesens, das Pilgern den Weg in ein himmlisches Reich weist. Sorry, sind die Flügel nicht entzückend? Also, jetzt mittlerweile nach so vielen Texten fällt es auch mir schwer, noch richtig vorzulesen, merkt ihr schon. Ein Papmacho-Gumba, der wie eine Mumie aussieht, aber eigentlich friert er nur. Ganz schön kalt in alten Tempeln. Herzen wie diese stellen Marios KP wieder her. Je größer sie sind, umso mehr Liebe enthalten sie. Eine Rettung aus diesem Fass geschieht auf Kosten der Garderobe. Freunde bitte vorsichtig einschieben. Standard-DJ-Ausrüstung, die jeden Ort in eine Disco-Party verwandelt, egal ob Hotelpool oder antiker Tempel. Von Toads zum Zweck des Kampftrainings handgefertigt, ist tatsächlich noch harmloser als ein echter Gumba. Geht es denn überhaupt? Ein Tisch wie in der Werkstatt des Origami-Meisters unter Pilz Island, fleckig von Schweiß, Tränen und Kaffee. Dieser Papmacho-Scherge rollt schwere Steine, denen du ausweichen und ihn daraufhin am Bauch treffen solltest. Eine authentische Restauration eines der Sarkophage von König Shamses. Dieser Papmacho-Scherge griff die MS Peach an. Dabei fiel Bobby über die Reling. Was für ein Mistkerl! Helferlein der Schere, zwar ohne Papierrüstung und Kamex-Magie, allerdings immer noch ziemlich gefährlich. Okay. Dann weiter. Aber ich muss mal kurz einen Schnitt machen. Moment. So, aber dann machen wir gleich weiter. 30 Stück fehlen noch. Eispergamenton-Büste. Dieses Modell zeigt den Kopf des Eispergamenton, ob es Pech bringt, ihn mit dem Hammer zu schlagen. Origami-Meister, der bastelnde Toad, der König Olli das Leben schenkte. Komisch, dass Olli ihm dafür gar nicht dankbar zu sein scheint. Ja, wir wissen ja, warum er nicht dankbar ist. Also, warum er dachte zumindest, weil Olli dachte, dass er ihn vollgekritzelt hätte. Karo-Insel. Diese Insel schlummert unter dem weiten Ozean. Legendäre Architektur erwartet alle, die den Weg zu ihr finden. Der treue Kutter des Skipper Toad, seit Mario diesen vor einem fischigen Schicksal rettete, hilft er, wo er kann. Ein Modell des Erdpergamenton, das im Hochseeturm steht. Es ist etwas schlanker als das Original. Dieses Modell des Wasserpergamenton steht im Hochseeturm. Es weint nicht, selbst wenn man mal draufklopft.
ein Modell des Feuerpergamenton aus dem Hoseturm. Keine Sorge, es zerquetscht nur selten Besucher. Und ein Modell des Eispergamenton, das im Hoseturm steht. Ist zwar nicht aus Eis, fühlt sich aber ziemlich kalt an. Dann Wasserbottiche. Man verwendet sie, um sich zu waschen, bevor man in einer heißen Quelle badet. Lassen sie stapeln und umwerfen. Dieser gigantische Turm überblickt seit Ewigkeiten den weiten Ozean. Legenden zufolge führt er nach Bad Elysium. Das stimmt. Der Brunnen auf dem großen Platz in Bad Elysium, sein Wasserfluss endet wie die Hingabe der Mitarbeiter niemals. Man lasse sich nicht täuschen, diese Toads leben in Bad Elysium, aber sie sind keine Engel. Aber sie sehen ein bisschen so aus. Aber sie sind eher der Teufel, weil sie fast schon Sklavenarbeit betreiben. Von dieser Wolke aus verteidigt ein Sumo-Bruder-Boss den Eingang zu Bowsers Festung, selbst vor Kamek. Bowsers Sohnemann, halb so groß, zweimal so energiegeladen und genauso laut wie sein alter Herr. Der beeindruckende Meister Edelwuchs, Gevatter Stumpfenstrunks Bühnenname aus der guten alten Zeit. Yay, Gevatter Stumpfenstrunk. So, dann die letzte Seite, dann haben wir wirklich alle. Stempelhäuschen, vergibt Stempel an treue Badegäste in Bad Elysium. Keine Sorge, die Tinte ist wasserfest. Bowsers Zauber und gelegentlich auch Zaubermeister, bekannt für seine Diplomatie und Rückzugsstrategien. Das stimmt. Nichts macht eine Quischau spannender als eine echte Kanone. Viel Glück, Mario. Lieber nicht von der Kette lassen. Sobald er ein Ziel hat, verfolgt er es bis in alle Ewigkeit. Lauf schon mal los. Der war super. Lauert im Gras und schnappt nach ahnungslosen Passanten. Wirst du gebissen, zapple herum, um freizukommen. Nee, die war... Hä, wo war denn die eigentlich nochmal? Ich kann mich da... Ich habe bei den Concept Arts habe ich ja gedacht, dass es die Pappmatsche-Piranha-Pflanze nicht ins Spiel geschafft hat. Wo war denn die nochmal? Im Dschungel irgendwo? Ich weiß gar nicht mehr wo. Habe ich wieder voll vergessen. Naja. Von der Schere erschaffene, seelenlose Soldaten. Sie haben keine Gesichter, keine Gefühle und keine Angst. Das ist ein bisschen creepy. Bowsers Luftgaleere. Bowsers neueste Luftgaleere, völlig überladen mit Panzerung und Waffen. Sie sollte nicht mal abheben können. Luigis klassisch grünes Kart. Hier mit einem optionalen Gleitschirm. Drück aufs Gas, Luigi. Aber nicht zu sehr, weil ansonsten wird der Schlüssel aus dem Auspuff rausfliegen. Kugelwilli, das schimmernde Schwarz eines übereifrigen Projektils. Einmal auf seinem Weg gibt es keine drinnen. König Olli schickte diese Flugzeuge, um Bowsers Luftgaleere vom Himmel zu holen. Zeig ihm, wer die Lufthoheit hat. Pappmatscherscheren, die in den Glutkrater gefallen sind. Sie sind allerdings zäh, bewahre also einen kühlen Kopf. Ach stimmt, Pappmatscher-Bob-Omb gab es sogar dann auch. Da dachte ich auch, dass es der nicht reingeschafft hätte. Okay. Entsetzliche Gestalt, die aus den Gesichtern von Bowsers Schergen gefertigt wurde und jedes einzelne spricht. Eine finstere, aber ziemlich coole, gefaltete Version des Pilzpalastes von König Olli erschaffen. Ich fand, sah auch ganz cool aus. Prinzessin Peach wollte nur das Origami-Fest organisieren und wurde zu einem Schatten ihrer selbst gefaltet. Und die Origami-Kraniche. Zwei der Papierkraniche, die König Olli in der Hoffnung faltete, alle Papiertoads zu eliminieren. Ja, das sind nicht nur irgendwelche zwei, das sind wahrscheinlich Olli und Olivia, denke ich mal. Okay. Gut. Dann waren das alle. Puh. Aber wir haben noch immer ein bisschen was vor uns. Jetzt kommen noch die Gegner. Und beim Soundtrack, ich werde mir nicht mit euch nochmal jedes Musikstück anhören. Vielleicht drei, vier, so die coolsten, wie ich finde zumindest. Aber ich werde halt über jedes einmal drüber skippen quasi, damit die Lichter auch weggehen, wie hier. Dass alle einmal alles ausgewählt zählen quasi. Und auch die haben natürlich alle Beschreibungen. In Origami verwandelte Goombas, gefaltet wirken sie widerstandsfähiger, doch das scheint nur so. Sie lieben dunkle Ecken und Überraschungsangriffe, hier greift ein Hammer einfach zu kurz. Sie verstecken sich gerne in Ecken, stehlen sie der Münzen, besiege sie schnell, damit sie nicht entwischen. Sie sind schüchtern, ja, und verstecken sich hinter ihren Masken. Es soll Glück bringen, sie mit einem Panzer zu sehen. Okay. Selbst in Origami verwandelt können sich diese vielseitigen Gegner noch in ihre Panzer zurückziehen. Zwar sind sie im Wasser zu Hause, doch sie greifen auch gern nichtsahnende Passanten an, sei auf der Hut. Ohne Hammer oder widerstandsfähige Stiefel sollte man ihren stachligen Rücken meiden. In Origami verwandelte Paragumba sind... Punkt. Sie sind stolz auf ihre Flügel, doch nach einem Draufstampfen fallen sie ab. Okay, das war schon mit der Seite. Es sind nur 8 pro Seite und auch weniger. Stimmt, Steinblock kam sogar im ersten Kapitel auch vor. Waren sogar nur 9 Gegner. Sie sind groß, stark und zielstrebig. Nur Sterne können ihnen etwas anhaben. Schnapp sie dir, solange du leuchtest. Okay, stimmt, es gab doch 2 Stellen mit Sternen, fällt mir dann auf. Aber die waren beide im ersten Kapitel. Danach gab es das nie mehr, oder? Vielleicht auch doch. Ich habe mich auch schon sehr oft getäuscht hier im Museum jetzt. Egal. Und wenn, genau, wenn Gegner nochmal vorkommen, dann ist ja der Text gleich, oder? Ja. Okay. Kennen wir schon. Galumba? Gern listen sie sich in Kastanienbäumen ein. Ein einzelner Stampfer lässt sie umfallen, sei also kein Leisetreter. Ah, nicht angucken. Koopa kennen wir schon. Ja, das war schon. Aber hier sind bestimmt neue. Kennen wir nicht. Eigentlich krebsen sie nur etwas herum, doch ihre Scheren sind äußerst scharf, stampfen auf eigene Gefahr. Das ist übrigens
Ja, die heißen beide. Die heißen beide einfach Krabbe. Toll. Blaue Krabben sind selten. Finden Sie deshalb Raritäten selbst so unwiderstehlich? Behalte deine Tasche im Auge. Ninji. Hammerangriffen weichen Sie per Ninji-Abgang aus, um zu kontern. Überrasche Sie mit einer Stampfattacke. Sniffit. Sie verstecken sich hinter ihren Masken, doch sie kennen keine Zurückhaltung beim Rufen von Verstärkung. Robokupa. Werden gelegentlich in Kämpfe verwickelt. Sie geben viele Münzen ab, also keine Zurückhaltung. Genau. Okay, ja, das geht sehr schnell mit den Gegnern hier. Also jetzt sind wir wirklich dann relativ bald durch. Ja, das sind aber schon ein paar. Aber trotzdem. Ah, ne, wollte ich gar nicht. Halt. Fuck, zurück. Kennen wir ja schon. Arg lang wird es nicht mehr dauern. Aber stimmt, was ich nach dem Museum übrigens auch noch machen will, ist das Spiel nochmal durchspielen. Aber nicht von vorne. Einfach nur das Finale halt nochmal spielen. Das werde ich aber offscreen machen. Weil wenn ich 100% habe und ich spiele das Spiel nochmal durch, dann gibt es auch ein Secret Ending. Habt ihr mir schon geschrieben. Genau. Knochentrocken ist neu. Werden sie besiegt, zerfallen sie zu einem Knochenhaufen, aber nicht für lang, da hilft selbst das Stiefubil nichts. Ich mach's einfach jetzt so, es geht glaube ich schneller. Schwarzer Shy Guy. Ein geheimnisvoller, finsterer Shy Guy. Er wirft seltsame, tulpenförmige Dinge, also sieh dich vor. Der ist neu. Fliegende Origami-Koopa, stampft von oben ihre Flügel weg, um dir den Sieg zu sichern. Käfer ist glaube ich neu. Diese Käfer wurden in Origami verwandelt, auch jetzt machen ihnen Feuerbälle nichts aus. Qualitätspapier. So, dann. Hier sind einige neue. Mario muss sie nur ansehen, um sie aufzuhalten. Im Kampf verschwinden sie allerdings, also merkt ihr, wo sie sind. Genau, das war ziemlich cool sogar. Das hätte ich mir mehr gewünscht, dass es mehr Gegner gibt, die so eine einzigartige Fähigkeit bei den Ringen haben, wie Behust, dass sie halt verschwinden. Das wäre ganz cool gewesen. Dann Triple Trap. Selbst das Origami haben Triple Traps eine große Reichweite. Man kann ihnen schlecht ausweichen, also Vorsicht. Sie lauern im Sand auf Beute. Vielleicht wollen sie nur mal umarmt werden, aber das wird nicht empfohlen. Ja, glaube ich auch. Krebert heißt er übrigens. Sie kreisen am Himmel und versuchen sich auf Mario zu stürzen, als hätten sie nichts Besseres zu tun. Knochengumba. Diese Gumbas tragen einen Schädel auf ihrem eigenen Kopf. Das wirkt sogar als Origami noch bedrohlich. Hammerbruder. Sie bewerfen Passanten mit Hämmern, was ziemlich schlechtes Benehmen ist. Und was ist mit den armen Hämmern? Feuerbruder. Niemand will von Angreifern umrundet werden, die mit Feuerbällen werfen, also unbedingt vermeiden. Der Schuhgumba. Stecken sie in einem Schuh, kann man nicht auf sie stampfen. Doch sind sie besiegt, lassen sie ihren Schuh zurück. Das ist so ein blöder Gegner, weil er nur an diesem einen fucking Kampf vorkommt. Man den aber halt besiegen muss. Und man den einen, kennen wir schon, man den einen Kampf machen muss, um den halt hier freizuspielen. Das ist echt unnötig, einfach nur. Aber okay. So, Flyger ist neu. Mit ihren kleinen Propellern umrunden sie den Hochseeturm im weiten Ozean. Lass dich von ihnen nicht überrunden. Kennen wir. Kennen wir nicht. Man lasse sich nicht davon täuschen, dass sie wie Origami-Blumen aussehen, denn sie spucken sogar Feuer. Kennen wir nicht. Sie leben im weiten Ozean und obwohl sie das Meer bevorzugen, kommen diese Störenfriede gelegentlich auch an Land. Kennen wir nicht. Die Wurfgeschosse dieser Bumerang-Enthusiasten machen ihren Gegnern das Leben gleich doppelt schwer. Kennen wir nicht. Das von ihnen geworfene Eis ist eigentlich ganz schön schmerzhaft. Lieber schön Abstand halten. Die Spikes sind auch alle neu, spucken regelmäßig Stachelkugeln aus. Stacheln tun weh, also lieber nicht darauf stampfen. Diese mächtigen Spikes gefällt es in der Kälte. Nutze deinen Hammer weise, sonst plätten dich die Schneebälle. Die Felsen von blauen Steinspikes kann man nicht mit dem Hammer zerbrechen, daher vermeidet man sie am besten. Ist da sogar noch eine Seite. Die sind auch noch neu. Erkennbar an ihrem langen Stachel, darauf treten könnte unangenehm sein, also sollte man zum Hammer greifen. Äußerst große und starke Vorschlagbrüder. Verteidigen wird empfohlen, falls dir nicht nach Kopfschmerzen ist. Okay, den kennen wir auch schon. Gut. Dann die Grüne. Mhm. Aber jetzt wiederholen sich die Gegner auch wirklich oft, also dauert nicht mehr lange. Kennen wir nicht. Oder? Ja. Ein Ninja, der sich gern im hohen Gras versteckt. Schlägst du ihn mit dem Hammer, schlägt er zurück. Kennen wir. Kennen wir nicht. Sie wirken wie kleine Piranha-Pflanzen mit Beinen. Sehr süß, aber vor ihrem Feuer sollte man sich in Acht nehmen. Kennen wir nicht. Sie leben unterirdisch und tauchen nur auf, um Schraubenschlüssel nach Leuten zu werfen. Hauptsächlich Mario. Das stimmt. Kennen wir alle? Dich nicht. Sie verstecken sich im hohen Gras, um dann anzugreifen. Nicht nur ihr Stachel ist schächend, sondern auch ihr Blick. Wo kam denn ein Football-Chuck vor? Doch, die kamen irgendwo vor, aber ich weiß gar nicht mehr wo. Diese nimmermüden Freunde heißer Quellen lieben es, als Team auf ihre Gegner zuzusprinten. Ja, irgendwie irgendwo in Bad Elysium. Ja, doch, genau, stimmt. Die haben doch ein Bad oder eine Quelle, haben sie alle drin gebadet. Und dann muss ich die alle besiegen. War das nicht so? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Piranha-Pflanze. Scheinbar stecken sie harmlos und unbeweglich im Boden, allerdings wirklich nur scheinbar.
Flora Morgenstern. Man sollte es nicht meinen, doch die stacheligen Bälle, die sie mit ihrem Atem in der Luft halten, können sehr wehtun. Fassi. Sie bewegen sich schnell an Wänden entlang, zwar greifen sie nicht an, doch schon eine Berührung ist schmerzhaft. Okay, das war's. Dann Castel Knick. Gab's da überhaupt noch neue Gegner? Ja, den Sumo-Bruder noch. Sie erzeugen mit einem Sumo-Stampfer Blitze. Besiege sie, um dir die Felder zurückzuholen, die sie stehlen. Und das war's. Okay, ja. Gut. So, dann noch die Pergamenta. Das dürften ja nur 4 Stück sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, aber an der eigenen Seite kriegen die Erdpergamentoren. Der dicke Panzer ist undurchdringlich. Ziele auf seinen Kopf, Gliedmaßen oder ganz besonders das Schwänzchen. Mhm. Und ich muss immer zurück und die Seite selber wechseln. Wasserpergamenton fliegt und greift mit Wasser an. Schicke ihn mit den Stiefeln zu Boden und greife mit der Macht des Erdpergamenton an. Mhm. Dann Feuerpergamenton. Vom Flammen umgeben. Lass dir zuerst von der Macht des Wasserpergamenton helfen und setze dann die Faltarme ein. Und zuletzt noch Eispergamenton. Dieser Polarbär setzt sich mit der Macht des Eises zu Wehr. Dagegen hilft nur die Kraft des Feuerpergamenton. Okay. Und was war das letzte nochmal? Olli? Ne, das vorletzte sogar. Besonderes gibt es auch noch. Erstmal Olli. So, okay, einfach sein. Toll, einfach nochmal dasselbe. Der dicke Panzer ist undurchdringlich, zielt auf seinen Kopf. Okay, ist sogar derselbe Text. Noch einmal überprüfen, ist es da auch derselbe? Ja, okay. Dann will ich einfach nur kurz durchskippen. Aber ich werde es trotzdem anwählen, dass wir es auch sehen können. Weil teilweise sehen sogar die Olli-Formel nochmal cooler aus, finde ich. Als die originalen Pergamenta, finde ich irgendwie. Aber okay, passt. Und Besonderes, was ist da? Mal schauen. Peach, zum Beispiel. Prinzessin Peach in Origami verwandelt. Sie ist entzückend wie immer, doch etwas an ihr ist gruselig. Ich meine, ich finde, sie ist nicht gruselig. Ich meine, wegen dem Hintergrund, im Prinzip, dass wir schon wissen, dass sie sehr creepy Texte gesagt hat und so wirkt sie vielleicht gruselig dann. Aber wenn ich die jetzt einfach so sehen würde, dann sieht sie nicht gruselig aus, finde ich. Aber okay. Dann, ja, die beiden noch. Bowser. Der zu einem Sumo-Kämpfer gefaltete Bowser brennt darauf, sich im Ring Olli zum Kampf zu stellen. Also von vorne sieht er sehr komisch aus. Von der Seite sieht er gut aus, aber von vorne sieht er irgendwie, weil da so eine riesen Lücke ist bei seinem Bauch. Irgendwie sieht ein bisschen seltsam aus, aber gut. Olli. Der zu einem Sumo-Kämpfer gefaltete Olli. Er ist fest entschlossen, es sogar mit Bowser persönlich aufzunehmen. Und zum Schluss noch. Oh, Olivia und Olli. Ein Origami-Mädchen mit gutem Herzen. Sie ist Ollis Schwester, tut sich aber mit Mario zusammen, um Olli aufzuhalten. Und König Olli, der mächtige Origami-König, er hat etwas gegen Toads und schwor, mit seiner Armee allem Papier ein Ende zu machen. Okay. Gut. Damit haben wir auch hier alle. Jetzt noch die Soundtracks. Alle durch alle einmal durchskippen und... Ich habe einen übersehen irgendwo. Weil das Licht da leuchtet immer noch. Das heißt, dass noch irgendwo ein neuer ist. Hier habe ich einen übersehen. Habe ich eine Seite sogar übersehen? Vielleicht. Wartet. Warum gibt es denn hier eine Seite 4, wenn da unten noch Platz wäre? Achso, ja, okay. Sumo-Bruder, sie erzeugen mit einem Sumo-Stampfer Blitze. Besiege sie, um dir... Ja, den kennen wir sogar schon, aber... Der Sumo-Bruder-Boss. Aus diesen Wolken schießen gefährliche Blitze. Ein Kampf wird nur in den widerstandsfähigsten Schulen empfohlen. Okay. Bis jetzt haben wir wirklich alle. Jetzt noch Soundtracks. Durch jeden einmal durchskippen und 2, 3 werde ich ganz kurz einspielen. Dann wisst ihr auch, was so meine Lieblingsmusikstücke aus dem Spiel sind. So. Ich habe sogar viele von denen auch schon mal angewählt. Warte mal ganz kurz. Okay, weil Besonderes. Weil das Title-Screen-Theme finde ich nämlich mega cool, zum Beispiel. Bei der roten Luftstange will ich, glaube ich, keine Musik euch hören lassen. Da fällt mir jetzt keine ein, die so ultra cool ist. Ja, ich meine, die... Musikstücke, ne? Der Edelwuchs-Streif ist ziemlich cool, zum Beispiel. Aber die haben wir ja im Spielverlauf. Ich meine, wir haben alle Musikstücke im Spielverlauf gehört. Aber trotzdem, ich werde hier recht schnell durchgehen. Ihr könnt es ja pausieren, wenn ihr wollt, dass ihr auch wisst, wo was ist. Aber ich werde euch nur 4 oder sowas hören lassen. 4, 5, nicht mehr. Weil jetzt jedes nochmal eine Minute einzuspielen oder so, das dauert ein bisschen sehr lange. Könnt ihr, glaube ich, nachvollziehen. So. Okay. Gut, alle ausgewählt. Jetzt bei der blauen, da will ich euch Musik hören lassen, nämlich die Herbsthöhe ein bisschen. Ganz kurz zumindest, weil die liebe ich. Hier.
Dum, 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 dum. Oh, die ist so cool. Gehen wir noch weiter gleich durch. Genau, ich kann die einfach laufen lassen hier. Was anderes will ich nämlich, glaube ich, hier nicht zeigen. Oder euch hören lassen. Bei der Luftschlange hier. Bei der blauen. Weil andere halt dafür. Aber hier fällt mir spontan zumindest keine andere Musik ein, die ich auch so gefeiert habe. Ja, das Shogunland mochte ich noch ziemlich gerne. Aber nicht ganz so gerne wie die Herbsttür. Doch, einer noch hier. Okay. Gut. Dann bei der gelben will ich auch euch was hören lassen. Und zwar das ganz normale Kampfthema. Das mag ich hier total gerne. Doch, das ist sogar cool. Die spielt immer noch weiter, die Herbsttür. Das ist nice. Dann kann ich die einfach währenddessen immer da lassen. Während ich hier durchgehe. Genau, die normalen Kampfthemen sind, glaube ich, immer am Ende. Hier noch nicht. Doch, hier, genau. Das hier. Dum, dum, dum. Ja, die ist auch voll cool. Sehr gut. Bei der violetten will ich glaube ich, keine Musik hören lassen. Bei der grünen dann wieder. Dum, 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 dum. Das ist mein Lieblingskampfthema. Ja, obwohl, kommt drauf an. weil es gibt noch einen Bosskampf, den ich euch gleich hören lassen will. Also das ist mein Lieblingsnormales Kampfthema. Aber es gibt noch ein Boss-Thema, was ich total gerne mag. Dum, 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 dum. Und dann das Title-Screen-Theme hören wir jetzt auch noch gleich an. Das war's, ja. Das ist wahrscheinlich dann mal Besonderes, aber erstmal hier. Bei der grünen. Habe ich sogar auch schon ein paar ausgewählt, einfach weil mir da, glaube ich, noch welche fehlten. Und weil ich da gucken wollte. Aber ja, man kriegt die, glaube ich, eben, wenn man alle Löcher füllt in einem Kapitel. Dum, dum, dum. So, gleich haben wir es. Aber es dürfte ziemlich am Ende sein. Ja, das ist aber schon zu weit eigentlich. Die Schere will ich. Doch hier, oder? Hier, ja. Die ist voll cool, ich liebe die total, die Musik. Die geht voll ab. Doch, noch die besonderen. Die ist so cool. Doch, das sind auch noch hier alle Final-Sachen einfach. Der letzte Kampf und alles Mögliche, genau. Habe ich das Title-Screen-Thema, habe ich das jetzt schon übersprungen? Oder ist es ganz am Ende? Hat eigentlich keinen Sinn. Game over. Ja, das ist vielleicht sogar. Ja, das mag ich auch total gerne. Ist ja auch das Main-Theme quasi, könnte man sagen. Ja, okay. Dum, 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 dum. Dum, dum. So, jetzt haben wir uns auch hier alles angesehen oder eher angehört. Also, wir haben uns nicht alles angehört. aber wir haben alles ausgewählt. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich hier keine Felder mehr aufleuchten irgendwo bei den Türen. Und wir haben ja auch alles, deswegen jetzt haben wir uns wirklich alles angeschaut, was so irgendwie geht. Das Einzige, was jetzt noch fehlt im gesamten Spiel, da haben wir wirklich, wirklich alles, ist, dass wir nochmal, oder dass ich nochmal das Finale durchspiele und dass wir uns dann das 100%-Ende noch anschauen, das Secret-Ending. Also dann, bis gleich. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert. Nach den Credits kommt erst die, oder das Secret-Ending mit dem Origami-Meister. Oh, Olli und Olivia. Da kann er ihn nicht wieder Leben einhauchen. Ja, aber ist vielleicht gar nicht so gut, wenn Olli wieder durchdreht oder so. Aber sie sind quasi wieder da. Yay. Und sie regieren gemeinsam friedlich. Schön. Yeah, wow, das sind 100%. Na also, 100% abgeschlossen. Sehr schön. So, dann würde ich jetzt aber wirklich sagen, was es hier für dieses Projekt, auch für diesen Part hier, der, glaube ich, sehr, sehr lang wird, aber auch für das gesamte Projekt von Paper Mario, die Origami King. Wirklich ein sehr schönes Spiel, ich kann es echt nur empfehlen, auch wenn es ein paar Schwächen hat. Ich meine, kein Spiel ist perfekt und die Vorteile, die Vorzüge stechen wirklich klar heraus, wie ich finde. Es hat mir wirklich das ganze Let's Play über ultra viel Spaß gemacht, echt ein richtig cooles Spiel. Und dann natürlich noch als Info, dass morgen natürlich ein neues Projekt starten wird, dann ein neues Let's Play Projekt, auch um 14 Uhr. Und wieder ein kurzer kleiner Tipp, was denn das sein könnte, ist diesmal kein so komplizierter Tipp, kann man, glaube ich, ganz gut drauf kommen.
Der Tipp ist auf jeden Fall, dass das Spiel, das wir morgen spielen werden, im Mittelpunkt ein Fortbewegungsmittel hat. Das ist der Tipp. So einen Tipp habe ich auch noch nie gegeben. Also irgendein Fortbewegungsmittel, welches verrate ich nicht, aber irgendein Fortbewegungsmittel spielt eine große Rolle in dem Spiel, das wir dann ab morgen immer um 14 Uhr spielen werden. Und als kurze Info, vielleicht werde ich sogar morgen bei dem neuen Let's Play Projekt mal eine Premiere austesten. Das habe ich noch nie gemacht auf YouTube. Aber ich würde das mal einfach gerne einmal austesten wollen, dass es dann so, dass das Video halt dann eben um 14 Uhr freigeschaltet wird. Ihr werdet dann auch schon eine halbe Stunde oder Stunde oder sowas vorher mit Ankündigung erfahren, was es sein wird. Und das können wir halt dann alle gemeinsam angucken. Ich werde dann sogar vielleicht auch im Chat aktiv sein oder so und mit euch dann im Chat quasi reden. Also fast wie in einem Livestream, nur dass es halt nicht live ist, sondern als Video. Das ist eine Premiere. Werdet ihr dann schon sehen, das werde ich mal vielleicht austesten. Aber ja, neues Projekt auf jeden Fall. Haben sich auch einige von euch gewünscht. Wird ziemlich cool werden, glaube ich. Und es geht eben hauptsächlich um ein Fortbewegungsmittel. Das ist der Tipp. Gut, aber hiermit war es dann. Wie gesagt, ich kann es nochmal sagen, Origami King, echt ein cooles Spiel. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass wir uns dann hoffentlich bei neuen Videos oder auch neuen Projekten wiedersehen werden. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.